So Leute, ich habe mir was Lustiges. Ich habe ja gestern schon angekündigt, dass wir heute im Bonus-Stream ein Resident Evil 1 Demake spielen werden. Also ein fan-kreiertes, ja, Demake. Falls ihr nicht wisst, was das ist, quasi ein... Ich will nicht das Wort Downgrade benutzen, weil das klingt so abfällig, aber eine Adaption eines Spiels auf ein älteres System. Und in dem Fall handelt es sich quasi um Resident Evil 1 für den Game Boy. Als ich das gestern angekündigt hatte, hatte ich tatsächlich ein anderes Spiel im Hinterkopf und habe heute noch zufällig das hier entdeckt, Resident Evil Grim Beginnings. Und das macht einen sehr coolen und sehr lustigen Eindruck und da habe ich jetzt tierisch Bock drauf, dass wir das heute spielen. Ich glaube, das wird euch gefallen. Ich hoffe es. Wie hat das Eis gestern geschmeckt? Das ist wirklich echt lecker geworden. Das ist wirklich gut geworden. Es ist leider ein bisschen hart. Man muss das ein bisschen auftauen lassen, bevor man es essen kann. Ne? Das ist nicht so super cremig, wenn man es aus dem Gefrierschrank holt. Aber danach, wenn man es ein bisschen tauen lässt, dann ist es echt gut. Sehr gutes erstes Experiment mit dem KitchenAid. Das Gegenteil von einem Remake. Ja, genau. Ein Remake bringt ja am meisten so ein Spiel in eine neue Konsolengeneration. Ein Demake bringt so ein Spiel in eine ältere Konsolengeneration. Ich habe, weil das Spiel noch keinen Soundtrack hat, ihr hört es vielleicht, im Hintergrund so ein bisschen einfach Resident Evil Ambient Soundtrack angemacht. Ne? Das Spiel ist ungefähr zu 90% fertig, heißt es. Aber die Soundeffekte und Soundtrack gehört zu den letzten Dingen, die eben noch nicht fertig sind. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Es gibt viele nicht vertonte Dialoge gerade am Anfang. Ich muss mal gucken, ob ich da... Hallo? 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 Hä? Hallo? Ah, da habe ich Echo. Nee, okay, das brauchen wir nicht. Was habe ich hier noch so? Nee. Nee, okay, das brauchen wir auch nicht. Oh, da ist noch was. Hallo? Oh, nee, okay. Ich komme mit den Stimmen, die wir hier haben, klar. Dass man die Charaktere ein bisschen unterscheiden kann. Bitte die Helium-Stimme. Die wird schon irgendwo zum Einsatz kommen. Okay, let's go. Resident Evil Grim Beginnings. Press Start. Das schaffe ich. New Game. Hä? New Game. Ah ja, jetzt. Chill, komm hier rüber. Wir haben Bravo Teams Helikopter gefunden. Nun, ich glaube, es ist Bravo Teams Helikopter. Die Pixelart in diesem Spiel ist nicht besonders gut. Selbst für Gameboy-Standard. Naja, wie dem auch sei. Untersucht den Körper. Jawohl, Captain. So, das Spiel beginnt, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen früher als das Original Resident Evil. Wir sind schon jetzt quasi am Absturzplatz vom Bravo-Team und können jetzt hier mit den NPCs ein bisschen labern. Ich geh mal pinkeln. Bitte verschwindet nicht ohne mich, okay? Okay, warte, ich muss stimmen. Warte mal. Dann... Nee. Keine Ahnung. Dann redet Chris jetzt einfach normal. Okay, Chris redet einfach mit meiner normalen Stimme. Ich würde es hassen, das Spiel allein spielen zu müssen. Ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Part hier im Originalspiel war. Kommt mir nicht unbedingt notwendig vor. Möchtest du bis zur Villa skippen? nein, ich will hier bleiben. Klar, bleib ruhig hier. Ich bin mir sicher, das Intro ist nicht komplett scheiße. Okay. Wesker redet jetzt so. Chill, sei ehrlich. Ist meine Sonnenbrille cool?
Ja, klar ist deine Sonnenbrille cool, Wesker. Ist okay. Siehst du, Chris? Jill findet sie cool. Ich finde das jetzt schon super lustig. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der kleine Wesker-Kopf könnte ein perfekter Emote auf Twitch sein. Oh, da hast du recht, das stimmt. Das ist ziemlich gut. Sieht aus wie Pokémon, voll. Auf jeden Fall. Würdest du es mir abkaufen, wenn ich behaupten würde, ich hätte Angst vor Resident Evil-Spielen und Horrorspielen? Ja klar, absolut. Also, warum denn nicht? Ich dachte, das wäre eine 1:1 Game Boy Color Adaption, von der ich mal mitkriege. Die habe ich auch noch auf Vorrat. Falls wir mit dem Spiel durchkommen, schauen wir uns auch noch die 1:1 Adaption mal an. Aber das finde ich schon sehr lustig. Aber ich glaube, ich habe mal so ganz kurz nur reingeguckt und das wird noch ziemlich originalgetreu. Nur alles ein bisschen lustig quasi. Es ist so ein bisschen eine Parodie im Grunde. Aber ich finde eine sehr, sehr angenehme. Okay, jetzt machen wir mal mit der Story weiter. Was hat Kevin das angetan? Joseph redet jetzt mit der Radiosprecherstimme, weil ich habe keine anderen Soundeffekte mehr. Irgendwas hat Kevin das angetan. Niemand nimmt den Kopf meines Freundes. Ich werde dich rächen, Kevin. Lauf nicht alleine weg. Okay, dann redet Chill so. Oder? Von mir aus. Nee, wartet, ich hab's... Ja, anders überlegt. Wesker redet ab jetzt so. Und Chill so, okay. Das ist doch... lauf nicht alleine weg. Das ist doch Regel Nummer 1 in jedem Horrorspiel. Naja, okay. Okay, da haben wir wieder die coolen Sonnenbrillen. Na gut, dann gehen wir ihm mal hinterher. Alleine weglaufen. Oh nein, warte, wir müssen uns ja erst den Körper anschauen, ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Oh Gott, sein Kopf ist wirklich abgetrennt. Sein Kopf ist abgetrennt? Ja, sein Kopf ist definitiv abgetrennt. Ich glaube nicht, dass das beim Absturz passiert ist. Wir sollten lieber Joseph folgen. Richtig, Chill. Geh voraus. Ach so, richtig, Chill. Geh voraus. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier ist ein Ninja. Okay. Und hier ist ein Hühnchen. Oder sowas. Ah, mein Kopf! Joseph! Gib mir erstmal so den Hühnchen. Das sind wahrscheinlich Krähen, oder? Du kannst eine Krähe sehen, die dich intensiv anstarrt. Und nochmal. Okay. Gehen wir mal zu Joseph. Ja, das Intro ist echt lustig, ne? Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben einen Kopf ab hier drüben. Jill, report. Josephs Kopf ist ab. Habe ich irgendwas verpasst? Sieht so aus, als hätten wir einen weiteren Kopf ab. Ja, direkt ab. Oh nein, wirklich? Kannst du ihn nicht vielleicht einfach wieder aufsetzen, Jill? Ich glaube nicht.
Es ist so ziemlich wirklich komplett abgetrennt. Hi, Löffelkreis. Oh, hallo. Ja, hallo, Löffelkreis. Es sei denn... Nee, ich glaube, ich mach's nur schlimmer. Okay, dann solltest du vielleicht lieber lassen. Warten wir mal auf die Medics, bis die ankommen. Ja, warten wir auf Rebecca. Die kann es bestimmt wieder richten. Mal schauen, was die machen können. Ich berichte mal einen Kopf ab ans Hauptquartier. Oh Mann, was für ein Scheiß. Wesker, kannst du ein paar letzte Worte sagen? Ich kannte den Kerl irgendwie gar nicht wirklich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wie er heißt. Also zumindest bis Chill vorher seinen Namen gerufen hat. Ich dachte, es wäre irgendwie Pete oder sowas. Ja, er ist nicht wirklich der Typ Hauptcharakter. Okay, lass uns weitermachen. Einverstanden. Chill, geh voran. Kopfbänder sind so 1996. Sollen wir seinen Kopf gemeinsam mit Kevins Kopf aufbewahren? Du weißt schon, damit wir sie nicht verlieren oder so. Pfotenspuren. Bissspuren. Der Geruch nach nassen Hunden. Was könnte das alles nur bedeuten? Naja. Hier geht's zur Spencer Villa. Seltsamer Ort, um Luftballons aufzuhängen. Die Luftballons verstehe ich nicht. Ist das eine It-Referenz? Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir mal zur Villa, würde ich sagen. War schön, dich gekannt zu haben, Pete. Oh-oh. Cerberi. Wuff, wuff, wuff. Oh, was mit Chris? Ah, währenddessen. Chris ist noch am Pinkeln. Oh, viel besser. Huh? Leute? Er hat extra noch gesagt, sie sollen ihn nicht vergessen. Wie gemein. Leute? Leute? Ha, da vorne ist eine Villa. Ja, das ist das neue Resident Evil 1 Remake. Capcom hat das überraschenderweise jetzt über Nacht veröffentlicht plötzlich. Damit hat keiner gerechnet. Sieht eher aus wie ein Anwesen. Was glauben Sie, Sir? Ich denke, ich stimme mit Barry überein, Chill. Ich meine, wenn man die Location berücksichtigt. Warte mal eine Minute.
könnte vielleicht näher an einem Stately Home sein. Was denkt ihr? Jetzt muss ich sagen, Sir. Könnte gut sein. Oh mein Gott. Wen zur Hölle interessiert's? Ihr zwei seid so nervig. Leute? Hunde? Oh, jetzt komm schon, Chill. Du versuchst ja nicht mal mehr. Jeder weiß, dass sie Cerberuses genannt werden. Oder ist es Cerberi? Ha, den gleichen Gag habe ich gerade schon gemacht. Damn. die Macher von dem Spiel und ich, ne? Wir verstehen uns. Ich würde da eher mit Barry übereinstimmen. Chill, du bist der Hauptcharakter. Du musst sowas wissen. Okay, ich weiß, du bist der Böse. Warte, wer hat dir das gesagt? Au, Chill! Meine Brille! Schnell, Barry, in die Villa! Das musst du mir nicht zweimal sagen. Mein Kopf! Chill, dafür krieg ich dich! Jetzt wurde Wesker auch geköpft. Okay, ich glaube, du hattest recht, Chill. Das sieht wirklich wie eine Villa aus. Aber verdammt nochmal, die Grafik ist schrecklich. Ja, ich hoffe, es bleibt nicht so. Ja, das musst du nicht zweimal sagen. Dieses Farbschema ist so grauenerregend. Meine Augen bluten. Ich weiß jetzt, warum Wesker die Sonnenbrille trägt. Schauen wir mal. Welchen Weg zuerst? Ich glaube, es ist der linke. Ah, na los. Gehen wir in den Dining Room, ins Esszimmer. Okay, let's go. Bei der Grafik will ich eigentlich sofort mit meinem Schwert diese Kerzenständer zerhauen, ne? Ihr wisst, was ich meine, aber geht leider nicht, weil ich kein Schwert habe. Das ist das Problem. Warum sieht Schild Kopf so böse aus? Da muss ich mal drauf achten. Wir haben Ink Ribbon gefunden. Okay. Blood. I hope it's not Chris's blood. What is it? Das solltest du dir besser mal anschauen. Was ist es? Schmeckt wie Blut. ist das doch nicht, du Trottel. Schau mal, ob du irgendwelche Hinweise finden kannst. Ich schau mir das hier währenddessen genauer an. Okay. Ein hölzernes Emblem. Da ist ein Copyright-Logo. Ist das legal? Hm. Barry steht im Weg. Dieses Blut schmeckt ekelhaft. Hast du schon was gefunden? Okay, dann gehen wir mal außen rum. Warum ist da ein Totenschädel mitten auf dem Tisch? Hm. Der ist neu. Und das Feld hier sieht irgendwie weird aus, ne? Aber gut.
eine verstaubt wirkende alte Mikrowelle. Sie hat keinen Strom. Ich kann da drin irgendetwas erkennen. Okay, aber da kommen wir aktuell noch nicht ran anscheinend. Da ist ein Bild an der Wand. Irgendeine Art Gemälde. Aber sie ist voller Blut. Ich kann nicht sehen, was auf dem Bild zu sehen ist. Ah, okay, alles klar. Dann wischen wir dieses Blut mal vom Bild. Ist das eine Keycard? Ach, ich glaube, das ist eine Mikrowelle. Ja, warum nicht? Umbrella würde ich zutrauen. Es ist das Gemälde einer Mikrowelle. Vielleicht hat es sentimentalen Wert. Okay, ich glaube, 12:40 sollte ich mir gleich mal irgendwo aufschreiben, ne? Wo ist mein schlauer Spickblock? Mein Umbrella-Block? Da ist mein schlauer Umbrella-Block. Barry hätte sich in diesem Moment easy und dumm infizieren können. Ja, das stimmt wirklich, ne? Okay. Also, ich schreibe mal auf 12:40 Uhr. Mikrowelle. Mikrowelle. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wussten die ja noch nicht, dass das irgendwas mit Viruserreger oder sonst irgendwas zu tun hat, ne? Oh oh. Was haben wir denn hier? Ein verstaubter Spiegel. Mein Barett sieht immer noch fabelhaft aus. Okay. Entschuldigen Sie, Sir. Haben Sie zufällig Blut verloren? Oh, ich wollte Sie nicht beim Essen stören. Barry! Barry! Was ist? Pass auf! Pass auf, ein Monster! Um Himmels Willen, Jill! Weißt du denn nicht, in welchem Spiel wir hier sind? Oh. Ich zeig dir mal, was zu tun ist. Okay, meine Güte, das ist laut. Ah, oh, das ist ziemlich laut. Wartet mal. Manchmal hat es eben doch Musik, das Spiel, plötzlich. Und was für Musik. Okay, weiter geht's. Also, das Zombie kommt auf uns zu und... Jedes Körperteil verursacht unterschiedlich viel Schaden. Die Arme und Beine sind am leichtesten zu treffen, aber man macht nicht viel Schaden. Körperschaden machen ein bisschen mehr Schaden, aber sind schwieriger. Kopfschüsse machen massiven Schaden, aber sind am schwersten. Ein Headshot tötet aber sofort. Und man kriegt Bonus dafür. Aha, okay. Suchen wir uns jetzt ein Areal aus, auf das wir schießen wollen. Wähl die das Areal aus. Und dann... Ah, okay. Das ist interessant, ne? Das Kampfsystem in diesem D-Make ist so ein bisschen wie bei Resident Evil Gaiden. Nur ein bisschen besser sogar, weil man noch so ein bisschen Areale auswählt. Wie im Wetz-Modus im Grunde. Eine Mischung aus Gaiden und Fallout 2. So. Fallout 2 denn. Resident Evil Fallout 2. Okay, wir haben den Torso getroffen. Wir haben sogar ein wirklich Loch reingeschossen. Das ist ja schön. Das war ein Treffer. Das Zombie hat Schaden genommen.
Okay, der Balken wird schneller oder langsamer, je nachdem, welchen Körperteil man auswählt. Das haben wir schon verstanden. Aha, Beinschüsse sind also ziemlich leicht. Aber ich kann gerade nichts drücken. Kopfschüsse sind sehr schwer. Und dieser Meter hier an der Seite, der Balken an der Seite, zeigt uns die Distanz zum Zombie. Wenn das Zombie zu nah kommt... Was? Dann kriegen wir Schaden, wenn es ganz unten ist. Ja, okay. Nein, ich will keinen Schaden kriegen. Hör auf. Ich will keine Demo dafür. Aber wenn man das den Zombie trifft, dann wird er wieder zurückgeschmettert. Ich verstehe. Das ist eigentlich gar kein so blödes Kampfsystem für so ein Game Boy Resident Evil, würde ich sagen. Und man kann hier drüben Heil-Items nehmen oder die Waffe nachladen. Und wir sehen da unten unsere Munition und man kann weglaufen, wenn HP oder Munition niedrig ist. Man kann immer weglaufen. Viel Glück. Okay. So, na also. Ich habe Kenneth gefunden. Wurde von diesem Ding getötet. Es ist ein Zombie, Jill. Nicht so ein Ding. Jill, warum hast du keine Munition in deiner Pistole? Hast du deinen Namen schon wieder in den Boden geschossen? Oh mein Gott, das habe ich ein einziges Mal gemacht. Naja, wie auch immer, nimm das hier. Wir haben 12 Handschusskanonen Munition bekommen. Ihr wisst schon, Handgun Bullets halt. Den Startknopf musst du drücken, um das Menü zu öffnen. Da kannst du die Items und Collectibles sehen. Schau öfter nach, um deine HP und deine Munition zu überprüfen. Okay, dann, folge mir. Nur noch eine Cutscene und dann sind wir endlich frei. Das ist schon lustig. Okay. Gehen wir doch mal zurück zur letzten Cutscene, bevor wir anfangen können mit dem Spiel. Bevor wir endlich frei sind. Könntest du bitte aufhören, hier dauernd mir dauernd wegzulaufen? Tut mir leid, Jill. Ich versuche nur, dass du zu spielen anfangen kannst. Jetzt finde alle Masken und dann boom. Spiel vorbei. Oh. Das ist dann das Ende des Spiels? Yep. Ich habe ein bisschen in was? Achso, ich habe ein bisschen in den Code des Spiels geguckt. Das ist alles. Mehr ist bis jetzt noch nicht fertig. Mann, das ist lame. Ja. Wir sehen uns dann später im Shotgun-Raum. Bis dann. So, wir haben jetzt hier... Achso, warte mal. Oh, ich habe gerade noch mal nachgesehen. Es gibt keine Shotgun. Nur die Handkanone. Viel Spaß. So lame. Naja, dann finden wir mal alle Masken. Ich schau mal nach ein paar Hinweisen. So, wir haben jetzt einen Bug gerade, von dem ich schon gelesen habe. Nämlich, dass manchmal der Sound von dem Spiel nicht aufhört. Also, dass manchmal so der Kampfsound losgeht und dann aber nicht mehr endet. Lass mich mal kurz... Nein! Ich würde gern mal schnell speichern und dann gleich mal schnell laden. Schade, dann hört die Musik nicht auf. Ist egal. Dann läuft die Musik halt weiter. Wartet mal schnell. Dann mache ich die Hintergrundmusik, die ich angemacht habe, mal auf Pause. Und dann hören wir uns das mal an. Von mir aus.
Okay, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, eine Sache noch. So, jetzt, weiter geht's. Also, wir haben hier unser Inventar. Ach, guck mal, aber das ist okay. Wir haben... zwölf Schuss Munition und sonst eigentlich nichts. Es gibt Heilkräuter, Sprays, Dagger. Wir haben 5 von 5 Healths, 3 Speicherbänder. Wir haben keine Story-Items und wir haben ein Collectible, nämlich das Holztäfelchen. Okay. Jo, viel Spaß mit dem Hund. Gute Idee. Ich werde versuchen, auf den Kopf zu zielen. Ne? Das Spiel hat mir schon gesagt, dass man da ein paar Bonis kriegt. Das klingt schon gut. Das schauen wir uns mal an. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter, wo Kenneth getötet wurde. Der tote Körper deines Kameraden Kenneth. Oh mein Gott, they killed Kenny! Achso, sie haben Kenny getötet! Der Witz ist so alt, ey. Mein Gott. Aber ja, okay. Wir untersuchen den Tisch. Es ist leer. Er ist leer. Dass die Musik jetzt dauernd läuft, ist ein bisschen irritierend, ne? Die Tür ist verschlossen. Ein Amor-Symbol ist eingraviert. Die Tür ist verschlossen von der anderen Seite. Der Aufzug hat keine Energie. Irgendwie muss ich den zum Laufen kriegen, hat Jill gerade gesagt. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwert ist eingraviert. Okay. Oh, mehr Munition. 5 weitere Kugeln. Sehr gut. Hä? Wie ist Kenneth denn jetzt hierher gekommen? Ach so, sie haben nur den Sprite nochmal verwendet. Das ist einfach nur faul. Bin ich schon lustig. Das ist mein Humor. Oh, bei dir ist Standbild. Cam Frozen. Oh ja, ihr habt recht. Wartet mal schnell. Das können wir bestimmt ausbügeln. Aber gleich alles, ne? Meine Güte. Was? Meine Güte, ist das abgestürzt, ey. Was ist denn jetzt los? Hallo? Was ist denn da passiert? Meine Güte. Technik, die begeistert, ja. Wirklich toll. Moment mal. Ich krieg meine Webcam leider nicht mehr ungefrozen. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, ich habe eine Idee natürlich, ne? Ein- und wieder ausstecken. Moment. Ich muss nur schnell finden, an welchem USB-Port die hängt. Oh Gott, oh Gott. Dabei wollte ich gerade abonnieren. Nein, lass dich davon nicht abhalten. Das fehlende Abo schicke ich dem Kamerahersteller als Rechnung. Ich weiß nicht, ob es der zu heiß wird, aber so heiß ist es eigentlich gar nicht. Spiel ist auch stuck. Wartet mal, ich glaube, Spiel sollte jetzt... Das habe ich, glaube ich, schon wieder geunstuckt, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt hier... Oder? Ja, ja, das ist wieder unstuck, ne? Das seht ihr jetzt. Ich glaube schon. Nur ich. Ich bin eingefroren in der Zeit. Thank you.
So, hab die Kamera ein- und wieder ausgesteckt, aber es ist trotzdem einfach Standbild, ne? WTF. Okay. Hey! Huh! Darauf erstmal einen Schluck Holy Energy Drink. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Dass die Musik nicht aufhört, ist ein bisschen nervig. Okay. Nächster. Okay, gehen wir mal in unseren ersten richtigen Kampf. Jetzt testen wir das mal. Hä? Ah, ich muss den anklicken. Ein Zombie greift an. Zombie-Geschwindigkeit -3. Oh, guck mal, der hat keine Arme und keine Beine. Wie kommt der überhaupt auf mich zu? Ich versuche mal auf den Kopf zu schießen, auch wenn das echt schwer ist. Boah, shit, ist das schwer. Ja! Headshot! Aber er lebt noch? Ich dachte, Headshot ist ein sicherer Kill. Noch ein Headshot! Wir haben den Zombie besiegt. Headshot-Kill! Bonusrunde? Okay, Umbrella-Slot. Dann drücken wir mal den Hebel. Okay. Munition. 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 Das ist bestimmt gut. Wir haben 5 Munition gewonnen. Mehr als wir verschossen haben. Das ist ein cooles Loot-System, muss ich sagen. Da könnte sich Resident Evil 9 was abschauen davon vielleicht. Jetzt haben wir einen neuen Soundtrack. Dem vom Bonusspiel. Ich pack euch jetzt, passt auf, den... das wollte ich eigentlich noch vorbereiten, das habe ich vergessen. Wartet mal. Moment. Ich poste euch gleich mal den Link in die beiden Chats auf YouTube und Twitch, wo ihr das Spiel auch spielen bzw. runterladen könnt, wenn ihr wollt. Lasst mich schnell gucken, dass ich's finde. Das ist das andere. Das hier ist es, genau. Moment, hab den Link gleich für euch. So. Einmal in den Twitch-Chat und einmal in den YouTube-Chat. Wenn es euch interessiert, da könnt ihr das Spiel im Browser spielen oder auch runterladen. Braucht ihr einfach nur irgendeinen gängigen Gameboy-Emulator, dann könnt ihr das abspielen. Das ist wirklich eine Gameboy-ROM. Wir haben den Rüstungsschlüssel gefunden. Uh-oh. Oh nein! Kann man aus Holy auch Eis machen? Theoretisch bestimmt, das wäre dem Versuch wert. Hm, du bringst mich auf Ideen, Vello. Du bringst mich auf verwegene Ideen. Eieiei. Möchtest du den Schlüssel zurücklegen? Ja, bitte zurücklegen. Dass jetzt die ganze Zeit der Bonusrunden-Sound läuft, ist ein bisschen lustig, oder? Weil das passt so überhaupt nicht. Aber irgendwie auch schon, zumindest zu dem D-Make. Okay. Zombies werden hier, Gegner werden hier quasi als Blockaden eingesetzt, die ich beseitigen muss. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich muss sagen, das Spiel hat ein paar echt coole Ideen, um so ein Resident Evil auf einen Gameboy zu adaptieren. Finde ich wirklich ganz cool, ehrlich gesagt. Ich versuche weiterhin Headshots. Weil wenn die klappen, dürfen wir Bonus spielen. Oh, aber es ist nicht leicht. Shit. Schnell. Oh nein! Wir wurden gechillt, attackiert. Sag mal, wenn der... Das ist Geschwindigkeit -3. Der ist scheiße schnell. Ja, Headshot. Huh.
Ja, noch ein Headshot. Und das war's. Zombie defeated. Headshot Kill. Bonusrunde. Ich frage mich, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt, ne? Wenn man so viel abkriegt. Ich habe jetzt einen Treffer abbekommen und bestimmt 5 Schuss verballert. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt jedes Mal gewinnt. Aber gucken wir mal. Jetzt kriegen wir erstmal wieder 5 Munition wahrscheinlich. Das heißt, wir kommen immerhin ohne Munitionsverlust aus dem Match raus. Aber ich glaube, ich sollte jetzt vielleicht schon mal ein Herb nehmen, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich hier in dem Menü... Doch, kann ich. Aber wo sehen wir unsere Lebensenergie eigentlich? Boah, wenn ich hier die Seiten wechsle in dem Menü, dann hat er aber zu arbeiten hier. Was ist denn das? Bitte komm nicht als Crimson Head zurück. Steckt da ein Pfeil in dem drin? Irgendwas steckt in seinem Kopf. Ziehst du es raus? Ziehen wir es raus. Du hast einen Pfeil gefunden. Er ist voller Blut. Dann wischen wir das Blut mal wieder weg, oder? Das kennen wir ja schon. Das ist gleich viel besser. Der Kopf ist aus massivem Gold. Ich frage mich, warum der hier ist. Sieht so aus, als könnte man den Teil abnehmen. Willst du den Hera-Kopf abnehmen? Abnehmen. Ah, da ist irgendein kryptischer Hinweis an der Seite. Bitte steckt den Pfeil in die Steintür draußen. Oh. Das ist jetzt nicht wirklich kryptisch, aber okay. Okay, aus massivem Gold. Wir haben die Tür geöffnet. Ah, wir sind jetzt im oberen. Ich verstehe es, ich habe es gerade überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, hä? Noch ein Speiseraum? Ein anderer Speiseraum? Aber wir sind jetzt im oberen Stockwerk, natürlich, klar. Habe ich gerade überhaupt nicht gecheckt. Hi Marcel. Also mit dem Glücksspiel kann man in Resident Evil 9 was anfangen. Pay to win, baby. Ja, genau. Genau. Wir haben das grüne Kraut gefunden. Na komm. Wisst ihr was? Ich glaube, ich speichere kurz. Ich muss mal schnell gucken, was der Quick-Save-Knopf ist. Schnell speichern. Shift F1. Okay, Shift F1 zum Schnellspeichern. Das ist gut. Okay, Shift F1. Ich darf nur nicht versehentlich irgendwie nur F1 oder was anderes und F1 drücken, sonst haben wir ein Problem. Ist eine coole Idee, die Limitation auszunutzen. Ja, voll, ne? Es ist ja auch schwierig, auf so einem Gameboy-System ein gutes Kampfsystem zu machen. Und Echtzeit ist da teilweise schwierig. Oh, warte mal, der hat irgendwie seinen Kopf in der Hand. Zählen Kopfschüsse jetzt trotzdem? Oh nein, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Oh, verdammt, das habe ich vermasselt. Bam, wir kriegen Schaden. Aber nicht so viel. Oh, das ist so schwer. Ja, Headshot. Ja, nochmal. Aber ich habe ins gleiche Loch getroffen, aber das zählt. Okay, wir haben den Zombie besiegt. Headshot Kill, Bonusrunde. Ich frage mich, ob es da auch irgendwie so einen super krassen Hauptgewinn gibt, ne? Irgendwie sowas super Seltenes. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Und was kriegen wir?
Ah, unsere Heilung, Lebensenergie ist vollständig hergestellt. Na, warum nicht? Dann schieben wir mal den Topf darunter. Wer kennt ihn nicht, den alten Topf da oben? Alle Türen sind versperrt. Okay, nächster Kampf schon wieder. Let's go. Ich frage mich, ob es auch noch andere Gegner gibt. Aber gucken wir mal. Resi-Guiden mal anders. Ja, ich muss sagen, besser. Ich muss sagen, besser. Okay, jetzt passt mal auf, weil ich sowieso immer zwei Schüsse brauche. Warum schießen wir nicht einfach einmal in den Torso, weil das leichter ist, und drängen ihn zurück und dann in den Kopf? Reicht das? Ja, werden wir nie rausfinden. Nein, werden wir wirklich nie rausfinden, wenn ich weiter so ziele. Oh Gott, vergesst es. Hab ich jetzt einen Scheiß zusammengeschossen. Oh, letzter Schuss. Nein! Okay. Nein, geh weg. Hilfe. Oh mein Gott, schnell, nachladen. Nachladen, nachladen, nachgeladen. So, schnell, Headshot. Yes, Treffer. Und es funktioniert. Gut, können wir uns merken. Bei Zombies einmal Torso, einmal Headshot, das reicht. Und es ist ein Headshot-Kill. Nur der letzte Schuss muss Headshot sein. Okay, das ist cool. Das ist gut. Dadurch sind wir ein kleines bisschen gerade besser geworden. Gibt es ein Messer im Spiel? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt leider nicht. Ich wüsste zumindest nicht wo. Es gibt nicht mal ein Menü, in dem ich wirklich Waffen ausrüsten könnte. Wir haben hier... Na, es gibt Dagger, aber vermutlich sind das nur Verteidigungswaffen, nehme ich an, ne? Es gibt auch Ink Ribbon. Oh, man kann dann wahrscheinlich im Spiel speichern. Da muss ich gar nicht Quicksave benutzen unbedingt. Oh, was ist denn das? Ein Dick da? Da bewegt sich irgendwas in der Erde. Wollen wir es rausziehen? Ach, ich weiß nicht, ob ich am Friedhof was aus der Erde ziehen will, aber natürlich mache ich's. Puff, puff. Ah, es ist Pistolenmunition. Oh, es ist nur Munition. Nicht wirklich ein Jumpscare. Naja, nehmen wir mit. Schade, keine Witze auf den Grabstein. Ah, lame. Na gut, dann setzen wir mal die goldene Pfeilspitze ein. Ja, rein damit. Die Tür öffnet sich. Hallo, this is Qui-Gon, was geht? Der Sound ist ein bisschen, ne? Ja, ich überlege ehrlich, ob wir den Sound von dem Spiel ausmachen, wenn es irgendwie geht, und ich wieder meine Resident Evil Hintergrundmusik lieber anmache. Da ist schon wieder der Ninja. Oh, Enter Shop, Bottle Caps. Hast du Geschichten über Kronkorken gehört? Ich wusste, ich habe Potenzial in dir gesehen, Stranger. In den ganzen Winkeln und Ecken dieser Villa gibt es 9 antike Kronkorken. Hey, wie gut passt das bitte eigentlich, dass ich hier als Resident Evil und Fallout-YouTuber sitze und ein Resident Evil-Parodiespiel spiele, in dem wir mit Kronkorken bezahlen? Was ist eigentlich? Was ist eigentlich los? Wurde das Spiel genau für mich gemacht? Das ist ja unglaublich. Wobei natürlich die Kronkorken auch eine Anspielung an die Kronkorkenfiguren aus Resident Evil 4 sein könnten. Aber trotzdem. Versuch doch mal, sie alle zu finden und bring sie zu mir. Finding them all, Stranger. Ich garantiere dir eine großartige Zeitverschwendung. Okay. Enter Shop. Got some rare things on sale, Stranger. Ja, genau, guck, das sind Kronkorken im Sinne von Sammelfiguren Kronkorken.
Ah, ich kann Kostüme freischalten. Wir können quasi auch statt mit Chill mit anderen Figuren spielen hier. Und was haben wir hier? Special? Das ultimative Zombie-Überlebenskit. Alle 4 Villa-Maps. Alle 4 Villa-Keys. 50 Handgun-Munition. 10 Dagger. 2 Erste-Hilfe-Sprays. Ah, vielleicht später. Vielleicht später. Gucken wir mal. Da kann man sich quasi schon ein Cheat-Device holen. Come back anytime. Den übersetze ich nicht. Der muss ja auf Englisch gesprochen werden, finde ich. Wir haben das Buch der Masken gefunden. Ah, da steht irgendwas vorne drauf. Buch der Masken. Da ist ein Copyright-Logo drauf. Ist das legal? Schon wieder? Das hatten wir schon mal. Da haben wir die Maske. Ich hab's mir schon gedacht. Ich habe es mir schon gedacht, dass das aussieht wie das wie Zelda Triforce-Dingens. Und jetzt haben wir hier wirklich das Triforce und die Masken aus Majora's Mask. Die Verwandlungsmasken aus Zelda Majora's Mask. Finde ich nett. Finde ich sehr nett. Es ist das Bild einer Deko-Maske. Das Bild einer Zora-Maske. Das Bild der wütenden Gottheitsmaske. Und die Goronenmaske. Lustig. Oh, wir haben den Schwertschlüssel gefunden. Da ist ein Schwert auf der Seite eingraviert. Ich kann alle Türen mit Schwertsymbol öffnen. Nice. Oh nein, ich hätte da noch was anklicken können. Da ist eine Nachricht an der Tür. Diese hier lang, um das Spiel zu beenden. Naja, dann. Das erklärt einiges. Okay, wir müssen also die 4 Masken aus Zelda Ocarina Majora's Mask finden und hier einsetzen und dann können wir das Spiel beenden. Warp Point. Aha, wir haben jetzt hier eine... Aber jetzt stecke ich hier fest. Shit, jetzt stecke ich hier fest. Jetzt sind wir gesoftlocked, oder? Shit, was machen wir denn jetzt? Ich stecke hier wirklich fest. Das ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich gibt es quasi ein Schnellreisesystem in dem Spiel. Das ist natürlich auch nett. It just works. Okay, wir haben ja zum Glück gerade erst gespeichert. Whatever. YOLO und so. F1 hier. So. Ja, das war vor dem Kampf. Scheiß drauf. Let's go. Machen wir besser als beim letzten Mal. Ja, aber wirklich, das ist der perfekte Sound gerade. Leider sind die Sounds gerade auch ein bisschen leise, weil die Sounds in der gleichen Tonspur wie das Spiel sind, ne? Ah, das ist alles hier. Geht drunter und drüber. Oh, guck mal, der Zombie hält sich jetzt die Hände vor dem Kopf. Das hatten wir aber vorher nicht. Das ist ja irgendwie gemein. Ich schieß mal auf sein Torso. Ah. Oh, ich habe das übrigens repariert bei Fallout. Wir können beim nächsten Mal, nächste Woche, bei Fallout 1 weiterspielen, wo wir aufgehört haben. Jetzt konnten wir den leider nicht mit Headshots besiegen. Das ist gemein. Oh, guck mal, jetzt hat die Musik aufgehört. Das ist geil. Das ist gut. Jetzt passt auf. Jetzt kann ich nämlich hier wieder ein bisschen lauter machen. Dann hört man auch die Alerts wieder gut. Und ich mache meine eigene Hintergrundmusik wieder an. Das ist mir lieber nämlich. Machen wir unsere eigene Resident Evil Musik. Und wenn wir schon dabei sind, wartet mal ganz kurz. Stumm schalten. Dann schalte ich das Spiel jetzt. Ich habe das Spiel jetzt wirklich stumm geschaltet. Dann haben wir nicht diese Sounds, die im Grunde versehentlich einfach die ganze Zeit laufen.
Okay, gehen wir nochmal in den Friedhof, dann müssen wir noch einmal kurz kämpfen, aber dann sind wir eh schon wieder da, wo wir waren. Alles gut. Alles gut, Leute, alles gut. Ah, ich hab das. Ich hab gecheatet. Ich sage euch, wie es ist. Ich hab bei Fallout 1 gecheatet, damit wir das hinkriegen. Aber hey, whatever. Hauptsache, wir können weitermachen. Ich hab mir gedacht, ich benutze einen Savegame-Editor und hab mal geguckt, dass wir unseren Radioaktivitätswert ein bisschen runterschrauben. Und das habe ich gemacht und jetzt können wir weiterspielen. Das wäre zu frustrierend gewesen, das alles nochmal zu machen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen geschummelt. Aber ich werde, habe ich mir fest vorgenommen, aus Fairnessgründen, beim nächsten Händler mindestens 2 Redex und 5 Redaway kaufen und wegschmeißen. Dann ist es fair. Das werde ich machen. Weil das hätten wir quasi eigentlich machen sollen, bevor wir dahin gegangen sind. Und dann ist alles gut. Und wir hatten, meine Güte, Leute. Es war wirklich so dumm, dass ich mehrfach, im Spiel in The Glow Bücher gelesen habe und Schach gespielt habe. Das war einfach so dämlich. Wisst ihr, was unser Radioaktivitätswert war? Im Gamefile-Editor konnte ich mir das anzeigen lassen. Unser Radioaktivitätswert war bei über 4000. Und ich habe mir das mal angeguckt, weil ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, wie den klassischen Fallout-Spielen Radioaktivität funktioniert. Ich habe mir das mal angeguckt. Normalerweise hat man einen Wert zwischen 0 und 1000. Und das wird in gewissen Abschnitten immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ab 1000 hat man 24 Stunden Zeit, um den Wert wieder unter 1000 zu kriegen, sonst ist man tot. Ansonsten kriegt man kontinuierlich Schaden. Und ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, dass das Spiel so funktioniert. Und vor allem dachte ich, dass diese Verstrahlt-Anzeige auch in Fallout 1 erst gelb und dann rot wird, wenn die Verstrahlung ernst ist. Aber anscheinend ist es nicht so. Die bleibt immer grün. Da habe ich mich vertan. Und wir hatten einfach einen Strahlungswert von 4000. Die vierfache tödliche Dosis. Wir hätten, glaube ich, ungefähr uns 20 Redaway reinhauen müssen. Und selbst dann weiß ich nicht, ob wir schnell genug innerhalb von 24 Stunden wieder unter 1000 gekommen wären. Also das war richtig, richtig bescheuert. Also wenn der Savegame-Editor mir das richtig angezeigt hat, dann hatten wir über 4000 Red. Das ist schon lustig. Aber gut, ich habe den jetzt runtergeschraubt und werde ganz viel Redaways dafür irgendwann mal kaufen und wegschmeißen. Und dann habe ich ein gutes Gewissen und dann machen wir weiter. Das ist jetzt der Plan. Hey, dann kann ich jetzt wenigstens nochmal da hinten draufklicken. Das hat beim letzten Mal, haben wir das übersehen. Oh, ich kann das an meine Schlüsselkette hängen, an meinen Schlüsselbund. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden zu einem wilden Ghoul. Ja, das wäre cool, wenn es die Mechanik geben würde. Got some rare things on sale, Stranger. Come back anytime. So, jetzt passt auf. Shift F1, wir speichern. Und ich gehe nochmal an die Schnellreisefackel. Warp Point lit. Ja, wisst ihr, was passiert ist? Ist eh ganz klar. Also ich meine, blöd, aber ich habe halt quasi die Fackel aktiviert von oben und dadurch ist dann der Feuersprite entstanden und ich war fusioniert mit dem Feuersprite. Also so aus einer Game Design Sicht macht das Sinn, aber das sollte natürlich nicht passieren. Das Schloss ist von der anderen Seite verschlossen. Verdammt, ich kann eine Maske da drüben sehen. Die Gorunenmaske. Warum sind leuchtende Ghule an der Ostküste immer hostile? Hm, wer weiß. Ich meine, wir treffen ja in Fallout tatsächlich auch Ghule, die aus ganz unterschiedlichen Gründen entstanden sind, ne? Insofern. Funktionieren die einfach ein bisschen anders. Fast alle Ghule, oder wirklich so ziemlich alle Ghule von der Westküste, je nachdem, ob man Harold dazu zählen will oder nicht, kommen ja aus ein und derselben Wall zum Beispiel, wo die alle unter sehr spezifischen Bedingungen zum Ghul wurden. Bei der letzten Folge, die ich sah, warst du bei den Deathclaws. Ja, genau, das war
Die Folge von gestern wird jetzt am Wochenende vermutlich online gehen. Okay, wir haben ein Kisteschieberätsel hier. Wie soll denn das überhaupt gehen? Wie soll denn das gehen, dass ich hier... Hä? Das Schieberätsel macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Ich kann hier außerdem gar nichts schieben. Was? Ich kann irgendwie nicht alle Kisten verschieben. Ich verstehe überhaupt nicht, was das Spiel hier gerade will. Okay, wir haben die Karte gefunden. Okay. Ich schätze, wir haben das Rätsel gelöst. Guck mal, da sind Totenköpfe eingezeichnet. Sind das die Masken? Sind das Bossmonster? Das dürften die Masken sein. Uns wird quasi angezeigt, wo die Masken sind. Interessant, interessant. Seit wann macht denn Schieberätsel überhaupt Sinn? Munition. Mal gucken, ob die das genauso wie im Original gemacht haben. Dann würden wir jetzt hier nämlich unseren ersten Dagger finden. Und jetzt kommt... Auch schon Mr. Zombie. Hallo? Barry, bist du das? Eindeutig Barry. Oh, das ist nicht gut. Naja. Schauen wir mal, was dieser Dagger kann. Alles, let's go. Use the dagger on zombie. Use the dagger. Ah. Naja, das war leicht. Dagger sind ziemlich cool. Das muss ich mir merken und mehr finden. Das ist wirklich ziemlich cool. Dagger sind in dem Spiel anscheinend One-Hit-Kill-Waffen. Damit kann man Gegner einfach instant töten. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Dagger. Warum sehen manche Fliesen so komisch rot umrandet aus? Oh, ich habe da was gehört. Und nochmal. Eine Erschütterung. Es erschüttert immer weiter. Oh, das ist nicht gut. Oh, wir werden angegriffen. Ein Hund. Ein Cerberus. Überrascht uns. Cerberus Geschwindigkeit plus 1. Cerberus heilt sich plus 1. Kopfschuss. Schnell. Yes. Nochmal chill. Nein! Nein, shit! Cerberus attackiert chill. Cerberus heilt sich ein bisschen. Oh, shit. Headshot, der reicht. Ja, yeah. Cerberus besiegt. Todesschusskopf oder so ähnlich. Umbrella Slot Machine. Zieh den Hebel. Let's go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe einfach ein bisschen, ich habe auf YouTube einfach eine Playlist angemacht mit Resident Evil Sound, ohne speziell zu gucken. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Ja, das Spiel ist zu 90% fertig und es fehlen zum Beispiel noch die Sounds. Genau. Genau. So ist es. Aber wie gut die Sprites im Spiel sind, holy moly, ist das cool, ne? Ich finde das auch schön gemacht. Ich finde das lustig. Albern und so selbst, also zum einen selbstironisch, aber auch wirklich so Resident Evil Insider Fan-Humor, ne? Das ist einfach schön. Und gleichzeitig ist es auch wirklich cool gemacht. Ist auch ein cooles Spiel, macht auch wirklich Spaß. Das Schloss ist leicht zu knacken. Ich könnte es öffnen, wenn ich ein Lockpick hätte. Moment mal. Chill? The Master of Unlocking? Du hast doch wohl ein Lockpick, oder nicht? Wir haben kein Lockpick in dem Spiel. Das geht ja mal gar nicht. Wo ist denn Barry, wenn man ihn mal braucht? Die Quietscheente im Blut. Ich kann da was im Wasser sehen. Dann ziehen wir den Stöpsel mal raus. Na, was soll schon schief gehen? Brains!
Oh, das ist nicht gut. Das ist irgendwie... Er hat sogar einen eigenen Sprite bekommen, finde ich sehr schön. Was ist denn, wenn ich auf die Quietscherente schieße? Ich muss es versuchen. Ein Zombie badet. Zombie-Geschwindigkeit minus 10 gegen den badenden Zombie. Schade, kann ich auf die Quietscherente schießen. Es ist lustig. Das finde ich wirklich lustig. Minus 10 Geschwindigkeit gegen den badenden Zombie. Ja, aber die sind trotzdem auch mit minus 10 Geschwindigkeit sauschnell, finde ich. Das ist voll gemein. Nein, wir wurden gebissen. Gemeinheit. So, Headshot. Wir haben das Zombie, den Zombie besiegt. Headshot Kill, Bonusrunde. Oh, Heilspray. Oh nein, was ist jetzt? Das hatten wir noch nie. Kriegen wir jetzt gar nichts? Viel Glück beim nächsten Mal. Ey, weißt du, für was headshot ich denn eigentlich? Was haben wir jetzt eigentlich für ein Item aus der Badewanne geholt? Muss ich nochmal draufklicken? Blödes, sauberes Zombie. Ich kann draußen einen Baum voller Krähen sehen. Voller starrender Krähen. Wir untersuchen die Toilette. Wir haben einen Decker gefunden. Ach, widerlich. Aber ein Decker. Ein Decker ist ein Decker, Chill. Da sind wir mal nicht so. Da sagen wir nicht nein. Auch wenn es ein Toilettendecker ist. Oh, Shotgun-Raum. Ach, guck mal. What could possibly go wrong in dem Raum? Sieht doch gut aus. Oh, wir haben einen Gutschein für den Händler gefunden. Offiziell. Da ist ein Soundchip drauf. Sollen wir die Aufnahme starten? Ja, hören wir uns das mal an. Congrats, Stranger. You found a merchant voucher. Bring this to me to redeem your prize. Okay. I guess, das machen wir dann mal. Ich speichere das mal. Speichern. Oh, Barry, du bist hier drin. What? Eine hölzerne Montur haben wir gefunden. Ah ja, okay, alles klar. Die Front ist aus ziemlich billigem Holz gemacht. Na gut. Hey, Jill. Hey, Jill. Okay. Dachte, jetzt kommt irgendwie die Katze hin oder so, aber anscheinend nicht. Yo, ciao, Qui-Gon. Naja, dann gehen wir wieder, ne? Oh oh, Zombie, okay. Ich gehe erstmal, schauen wir erstmal in die anderen. Oh, ich kann hier schon ins Büro. Machen wir mal die Lampe an. Und wir finden Pistolenmunition. Und einen Dagger. Das ist schon cool, wir haben jetzt ziemlich viele Dagger. Wir können jetzt eigentlich ganz schön viele Zombies einfach One-Hit killen, ne? Soll ich da mal noch kurz hingucken? Nee, okay, gehen wir wieder. Hi, Vincent. Das ist ein Resident Evil 1 Fan-Demake für den Game Boy, das auf sehr humoristische Art und Weise sich über sich selbst und Resident Evil 1 lustig macht. Und es ist wirklich ein ganz cooles Spiel, muss ich sagen. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertemblem. Benutzen wir den Schwertschlüssel. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist ein Kästchen und ich kann jetzt einen Dagger aufheben. 5 Handgun-Munition. Aha, guck mal, das sind irgendwie so Bonusräume anscheinend. Alles klar. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal da lang. Ich glaube, ich benutze dann gleich mal einen Dagger an dem, wenn es geht. Use the Dagger. Ja, benutzen wir einfach den Dagger. Bam. Und weg. Ich habe immer noch 3 Ink Ribbon, aber ich habe noch nie speichern können, ne? Wir haben wieder eine Map gefunden.
Ah, guck mal, hier ist auch ein Händler. Jetzt speichere ich mal hier ganz offiziell auf der alten Schreibmaschine. Save Progress. Continue playing, keep playing. Und jetzt aktiviere ich die Schnellreisefackel hier, weil dann können wir quasi schnell reisen, jederzeit in den Maskenraum. Und was ist das da? Ein Verkaufsautomaten. Da drin sind einige coole Sachen. One free item per customer, stranger. A one-time use, so choose wisely. What are you buying? Ah, okay, wir dürfen uns jetzt quasi aussuchen, ob wir Munition, einen Dagger oder einen Spray haben wollen. Hä, ich nehme den Dagger. Dagger kommen mir wie ein sehr überpowertes Item vor. Thank you. Found a Dagger. Gehen wir mal in den Shop. Got some rare things on sale, stranger. New custom unlocked. You found a custom voucher. Let's see what you've unlocked, stranger. The chill sandwich custom. A fine custom, I must say. Okay. Wir haben jetzt quasi, glaube ich, Chris hier freigespielt, oder? Genau, das Chris-Kostüm können wir jetzt anziehen. Ich zieh's mal an. Thank you. Und wir haben da unten unter Special jetzt das Chill-Sandwich-Kostüm. Ja, das hilft nichts. Das müssen wir natürlich anziehen. A wise choice made. Und wisst ihr was? Ich benutze jetzt auch den Cheat-Item hier. Obtain the Ultimate Zombie Survival Kit. Ja, nehmen wir das. Nee, warte, da kriegen wir gleich alle 4 Schlüssel. Ich glaube, ich will das doch noch nicht nehmen. Das nehmen wir wirklich nur... Genau, wenn es uns zu langweilig wird und ich will es trotzdem noch schnell durchspielen, dann nehmen wir das. Wir sind jetzt einfach Chill Sandwich. Ey, Chill Sandwich ist so ein guter... Ich möchte jetzt... Guck mal, Chill Sandwich hat eine Arschritze. Ich möchte jetzt gerne ein Resident Evil Spiel haben, wo wir mit Tofu und Chill Sandwich als Team spielen. Alle Masken finden, alle Edelsteine finden, alle Bottle Caps finden, alle Warp Points finden, alle Kostüme finden, 10 Headshot Kills und 5 Slots. Ist das noch Resident Evil Musik, die da läuft? Aus welchem Spiel ist das denn bitte? Ich spule nochmal zurück. Die Musik hört sich für mich zu sehr nach Copyright Claim an. So, okay. Dann erkunden wir mal als Chill Sandwich die Villa weiter. Finde ich lustig. Das ist genau mein dämlicher Humor, Leute. Was soll ich sagen? Wir haben ein grünes Kraut gefunden. Und 5 Munition für die Pistole. Ha, ein unangezündeter Feuerplace. Da ist genug Holz für ein Feuer. Ich brauche nur was, um ihn anzuzünden. Ist echt blöd, dass hier nicht ein Kerzenständer und hier eine brennende Fackel sind, ne? Ah, dammit. Die Tür ist verschlossen. Ein Helm ist eingraviert. Okay. Das war das Resident Evil Outbreak Intro Theme. Ah, alles klar. Oh, that's not good. Das ist wirklich so ihre Catchphrase hier. Zombie überrascht uns bei Surprise, deswegen... Oh Gott, +2 Geschwindigkeit. Oh Gott, ist der schnell. Das ist ja gemein. Damn it. Keine Chance, der beißt uns. Wow, shit. Oh nein! Nein! Oh Gott, wir müssen uns jetzt heilen, sonst sterben wir hier. Das ist nicht lustig. Und der Cursor ist so langsam. Heil-Item benutzen. Green Herb. Restored a little HP. Und wir werden schon wieder gebissen in der Zeit, wo ich uns geheilt habe. Shit. Mein Gott, die grünen Kräuter bringen gar nichts. Okay, erstmal ins Bein schießen, damit er ein bisschen lahmer wird. Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Oh Gott, das ist jetzt gerade ein gemeiner Kampf, ey. Shit. Ah, shit. Und jetzt haben wir keine Munition mehr. Wir müssen nachladen.
Okay, erstmal schnell heilen, damit wir noch leben. Das ist gerade ein harter Kampf. Holy shit. Ich habe mich zu sehr auf unsere Dagger verlassen. Ich dachte, mit den Daggern lösen wir das schon. Leider gibt es in dem Spiel keine Schrotflinte, ne? Das wäre schön. Oh Gott, ich schaffe nicht. Okay, warte, ich muss cool bleiben. Nein! Noch cooler! Ah! Shit. Ich krieg keinen Bodyschuss mehr hin. Oh Gott. Okay, der Hedgehog muss sitzen. Ich will mich ja nicht unter Druck setzen, aber das war mein Todesurteil. Dammit. Oh Gott, das ist ja mal mies. Wenn das ein echtes Gameboy-Spiel wäre, ich würde es mir kaufen. Ja, ist schon cool. Ich glaube, damals, ne, vor allem, wäre das richtig cool gewesen. Ich kann mich leider nicht so schnell heilen, wie der auf mich zukommt. Es ist wirklich gemein. Okay, ruhig bleiben. Einmal Torso schießen. Nochmal Torso vielleicht. Und jetzt Kopf. Kopf, habe ich gesagt. Ah, shit. 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 Okay, nochmal heilen. Nachladen. Ich versuche noch einen Kopfschuss. Und dann muss ich aber nochmal auf den Torso. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, shit. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ach, ich krieg gar nichts mehr hin jetzt. Nein, das gibt's ja nicht. Oh Gott. Was zur Hölle? Was? Scheiße, ich hab grad gespeichert. Wartet mal. Der Safe ist noch relativ aktuell. Alles gut. Wir sind gleich wieder da, wo wir waren. Oh Gott. Ich habe gerade das Savegame vom Kampf überspeichert. Aber ist eh gut, wir müssen uns auf den Überraschungszombie vorbereiten. Verdammt nochmal, das war mies. So, jetzt pass auf. Hier war der Bonusraum, da gehe ich noch schnell durch. Mache ich jetzt schnell einen Speedrun, dass wir wieder da sind, wo wir waren. Grrr. Das war richtig mies. Gut, ich wollte auch unbedingt einen Headshot-Kill machen, ne? Ich bin selber schuld. Aber trotzdem. Ah, oh, angry. Land Squid Smash. So. Use Dagger. Found Mansion Map 3. Nehmen wir mit. Nehmen wir uns das kostenlose Item von hier. Ich nehme trotzdem wieder einen Dagger, weil das kommt mir trotzdem... Weil wenn ich Dagger habe, abgesehen von diesem Überraschungszombies manchmal, solange ich Dagger habe, brauche ich kaum Munition und kaum Heilung. Also da kommt mir ein Dagger immer noch am sinnvollsten vor. Hehehe, thank you. Get some rare things on sale. Und ich denke, wir ziehen wieder das Sandwich-Outfit an. Hi Arthur! Ja, das habe ich schon. Haben schon viele gesagt, dass das wie Pokémon aussieht. Und das ist ja auch ein Gameboy-Spiel. Also es ist wirklich auch als. Wird auch wirklich über den Gameboy-Emulator gespielt, das Ganze hier. Das ist naheliegend. Okay. Ziehen wir uns wieder das Chill Sandwich-Outfit an. Wise choice, mate. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal noch nicht in den Raum, aus dem wir dann gleich überfallen werden. Das ist jetzt mein Plan mal. Wir gehen jetzt einfach mal erstmal woanders rein. Hey, chill. Achso. Hey, chill. Das ist echt gutes Timing. Hey, Barry, was ist los? Ich kann diese Tür nicht öffnen. Warum versuchst du es nicht mal? Hier, nimm das. Aha. Ich kann manche Türen damit öffnen. Und ich kann es an meinen Schlüsselanhänger hängen. Okay, schauen wir mal, was du damit anstellen kannst. Warum hat Barry das überhaupt und nicht ich?
Das ist die Frage. Lass mich mal einen Blick auf dieses Schloss werfen. Ein Umbrella-Schloss. Okay, hör mir genau zu. Ich weiß, du bist der Master of Lockpicking. Aber ich erkläre dir trotzdem mal, wie man ein Lock pickt. Oh mein Gott, das weiß ich doch schon. Sei still. Das ist doch nur, damit der Spieler das auch versteht. Und wenn man sich anguckt, wie die bisher gespielt haben, dann brauchen die wirklich jede Hilfe, die sie kriegen können. Okay, okay. Ist einfach schnell. Okay. Also, hier sind 5 Pins. Die werden runterfallen. Versuch darauf zu achten, in welcher Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich mir nie merken. 1, 2, 3, 4, 5? Wow, was für ein großartiges Puzzle. Psst, still. Still, chill. Das ist doch nur eine Demonstration. Also, wo war ich? Ah ja, genau. Bewegt die Pins jetzt in das Schloss. Und pusht die Pins zurück. Pass auf, dass du es in der richtigen Reihenfolge machst. Oder du musst nochmal von vorne anfangen. Viel Glück. Pass auf die Reihenfolge der Pins auf. 5, 2, 1, 4, 3. 5, 2, 1, 4, 3. Klink. Du hast die Tür geöffnet. Finde ich schön, dass die da sogar so ein Minispiel eingebaut haben, ne? Schon nice. Gute Arbeit, Jill. I could have done it of course. Ich hätte es natürlich auch selber machen können. Ich wollte nur deine Technik mal sehen. Naja, gehen wir rein. Jawohl, los geht's. Ich kann hier nichts machen. Ich kann auch nicht mit Barry reden. Ich kann nichts anklicken. Na, ja, dann gehe ich wohl wieder. Keine Ahnung. Halt, stopp, Heilkraut. Das können wir brauchen. Die Tür ist verschlossen. Ein Armor-Key ist eingraviert. Na gut, ab jetzt können wir Schlösser knacken. Das ist doch gut. Benutzen wir einen Dagger. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Wir haben die Tür geöffnet. Oh, was haben wir denn hier? Die goldene Pfeife. Da steht Daisy drauf. Da ist was auf die Seite geschrieben. An meine Liebste. Oh nein, das ist so traurig. An meinen liebsten Hund Daisy. Du hast Freude in mein lächerliches Leben gebracht. Seit du dir ins Bein des Postboten gebissen hast. Von dem Moment an, als du den Postboten ins Bein gebissen hast, bis zu dem Zeitpunkt, als du die Forschungspapiere des jungen Birkin zerfetzt hast. Selbst als du dein Pupi auf dem Balkon des zweiten Stocks verschmiert hast. Mögest du diese goldene Pfeife gut benutzen. Weil sie verdammt viel Geld gekostet hat. Gezeichnet Oswald E. Spencer. Oh, das ist so traurig. Nein, Daisy. Oh Gott, jetzt kann ich dem Hund nichts tun. Eine Sammlung langweiliger Bücher. Wir haben das Feuerzeug gefunden.
Da ist ein Regenschirmsymbol vorne drauf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Tada! Wow! Du könntest sogar anzünden. Au! Das ist heiß! Okay, gut. Wir haben ein Feuerzeug gefunden. 5 Handgun-Munition gefunden. Sehr gut. Ich speichere mal. Wir haben die Tür geöffnet. Weil jetzt, wo wir das Feuerzeug haben, lohnt es sich, dass wir da mal reingehen. Es ist ein unbrennender Feuerplatz. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir benutzen das Feuerzeug. Das Feuer brennt. Und jetzt legen wir das hölzerne Ding da drauf. Das Feuer hat irgendwas ins Holz gebrannt. Wir haben die Karte gefunden. Und Munition. Und Heilung. Okay, und jetzt müssen wir uns bereit machen. Ich speichere nochmal, weil jetzt kommt wieder Holy Shit Überraschungszombie-Arsch. Oh, der so schnell ist. Und so ein Arsch. Und ich kann keinen Dagger benutzen. Warum eigentlich nicht? Der kommt so überraschend. Ich habe keine Zeit zum Daggern. Das ist das Problem. Ein Zombie überrascht dich. Plus 2 Geschwindigkeit. Okay. Oh, shit, ey. Nein, ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß nicht, was los ist. Dass der so schnell nach unten geht, setzt mich so unter Druck. Ich krieg nicht mal einen normalen Körperschuss hin. Ohne Scheiß, was zur Hölle? Holy shit. Was zur Hölle? Ich lad nochmal neu. Was zur Hölle ist denn los? Hilfe, Leute, Hilfe. Warum hilft mir denn niemand? Oh mein Gott, okay. Oh, trink was, das ist eine gute Idee, Frankie Tanky. Ein Schluck Holy wird meine Probleme lösen. Oh, jetzt bin ich bereit für den Kampf. Zombie, plus 2 Geschwindigkeit. Ich habe plus 5 Geschwindigkeit. Shit. Nein, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Was ist los? Was ist bitte hier los? Warum? Ein Körperschuss, ein Kopfschuss. Das wäre alles. Ich weiß nicht, was los ist. Zur Hölle. Ich kann nicht mehr. Okay, das üben wir jetzt. Boss-Zombie, aber sowas von. Oh Gott, wir haben es geschafft. Headshot-Kill-Bonus-Runde. Oh Gott. Okay, na gut, das war okay. Das war schon okay. Fünf Headshot-Munition. Oh Gott, was für ein Arsch, oder? Ich glaube, das speichere ich mal schnell, dass wir den geschafft haben. Schwerer wird es nicht mehr. Ich hoffe, es gibt... Meint ihr, es gibt Crimson Hearts in dem Spiel? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Schneller, also wenn die noch schneller werden als der jetzt gerade, dann weiß ich es auch nicht. Okay, erstmal auf den Torso. Ah, oh, come on.
Okay, jetzt haben wir wieder ein Problem. Nicht, dass wir jetzt von dem getötet werden, weil wir echt keine Heilung mehr haben, keine Lebensenergie. Aber ich heile uns jetzt einfach mal ganz schnell. Der ist lahmarschig. Da kann ich jetzt echt mal unsere Gesundheit wiederherstellen und nachladen. So, HP sehen wieder gut aus. Laden wir nach. Jetzt werden wir einmal gebissen. Dann nehme ich gleich nochmal eine Heilung. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ich tendiere schon langsam dazu, Headshots einfach zu lassen. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich einfach auf ein Torso zweimal schieße, ist es irgendwie leichter. Und wir brauchen... wisst ihr, wir verschwenden dann eh weniger Ressourcen. Und deswegen brauchen wir den Bonus hier gar nicht. Mir kommt der Bonus nicht gut genug vor, ehrlich gesagt, dass sich das lohnt mit Headshots. Guckt, und dann kriegen wir nicht mal was dafür, manchmal. Weiß ich nicht. Das hätte in Crimson Head sein können, ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Ob sich das lohnt. Hör, was machst du denn bitte? Warum ist da ein Zombie oben? Seit wann? Ist das legal? Darf der das? Ich bin mir ja nicht so sicher. Da ist auch einer in der Haupthalle. Oh, das ist nicht gut. Nein, und das ist auch noch ein Überfall-Zombie. Das ist ja gemein. Nicht schon wieder Speed plus 2, um Gottes Willen. Ich schaffe nicht mal mehr Beinschüsse. Huh, okay. Hauptsache, wir haben ihn geschafft, ne? Hauptsache geschafft. Eieieiei. Huh, ey, ich bin so kurz davor, dass wir doch das Cheat-Item nehmen. Ohne Witz. Vielleicht nehmen wir es einfach. Got some rare things on sale, Stranger. Oh, wir haben neue Kostüme freigeschaltet. Hä? Das hatten wir schon. Ach so, nee, hier oben. Wir haben jetzt Josephs Kostüm. Joseph! Aber das nehmen wir nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt das ultimative Zombie-Survival-Kit. Oh, soll ich es wirklich nehmen? Wisst ihr, ich hätte gern die Dagger und die Ersten-Hilfe-Sprays, aber dass man alle Schlüssel gleich kriegt. Nee, ich bin auch nicht bereit für alle Schlüssel. Ich bin leider noch nicht bereit dafür, dass wir wirklich alle Schlüssel nehmen. Jetzt noch eine Adaption vom zweiten Teil. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt das noch. Wie ich den Strom von der Mikrowelle wieder herstelle. Wissen wir auch nicht. Wunderschön. Dankeschön. Ah, da oben. Okay, alles gut. Ich muss nur gerade schauen. Soll das blau sein? Das kann man wohl irgendwo einsetzen. Der blaue, rote Kristall. Okay. Ich musste nur gerade gucken, wie lange wir schon streamen, damit ich weiß, wo ich den Sound dann für den YouTube-Upload stumm schalten kann, ne? Naja. Hä, warum konnte ich jetzt keinen Dagger benutzen? Haben wir keine Dagger mehr? Wundert mich. Ich dachte, wir hätten noch Dagger. Aber so geht's natürlich auch. Bonusrunde! Der verbotene Song wurde wieder gespielt, ja. Es ist wirklich so. Jedes Mal, wenn er kommt, denke ich mir...
Aber mittlerweile ist es schon fast irgendwie, weißt du, mittlerweile will ich ihn schon fast nicht mehr rausnehmen, weil es hat schon was irgendwie auch. Es hat so einen gewissen Charme mittlerweile. Und es ist irgendwie auch lustig, dass der ernsthaft geclaimed wird. Es ist schon einfach auch lustig. Copyright kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Ja, gerade bei sowas, ne? Dieser Aufzug hat keine Power. Es muss eine Möglichkeit geben, ihn wieder einzuschalten. So, jetzt gehen wir mal nochmal... Nein, nicht schon wieder. Warum sind hier überall so krasse Überraschungszombies? Ich bin kein Fan von krassen Überraschungszombies-Spiel. Krasse Überraschungszombies kann man auch gerne weglassen von mir aus. Okay? Wegen mir nicht unbedingt krasse Überraschungszombies für einen Nachfolger. Meint ihr, das sind Crimson Heads? Meint ihr, da kommen die besiegten Zombies wieder? Ich glaube nicht. Oh, keine Munition mehr, shit. Hi, Goomba. Nein, ich will auch gar nicht fliehen. Ich will nachladen. Wow, man kann nicht mal fliehen bei Surprise Attacks. Das ist super gemein, weil das heißt, wenn man keine Munition mehr hat, ist man einfach tot. Krass. Okay. Hauptsache besiegt. Ich habe so lange auf sein Bein geschossen, bis er einfach tot war. Zu Tode gebeinigt. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Seit wann steht der denn da? Können wir den wegdaggern wenigstens? Ja. Aber wir haben wirklich nur noch... Das ist unser letzter Dagger jetzt. Damn. Na dann. Wow, was ist denn hier los? Schauen wir uns mal das Schloss an. Okay, Schloss in das Spiel. 1, 4, 2, 5, 3. 1, 4, 2, 5, 3. Klink. Wir haben die Tür geöffnet. Jetzt müssen wir leider zu Daisy, Leute. Oh nein, nicht. Nee, bitte lass da nicht noch eine Statue von Daisy sein. Eine Bronzestatue eines Hundes. Da steht etwas. In Erinnerung an meinen geliebten Hund Daisy. Loyal, liebenswürdig, hätte nie einer Fliege etwas zuleide getan. Sie ist gerne gerannt, wenn sie den Klang der goldenen Pfeife gehört hat. Wollen wir die goldene Pfeife blowen? Ja, machen wir. Ich blow die goldene Pfeife. Wuff, wuff, wuff. Okay, Daisy. Du würdest doch keiner Fliege was zuleide tun. Erinnerst du dich? Wuff, wuff, wuff. Ach, Daisy. Warum? Nein, es ist auch noch ein Überraschungsangriff. Mein Gott, Daisy ist schnell. Daisy heilt sich. Und ich kann den Schlüssel an ihrem Halsband sehen. Tut mir leid, Daisy. Ich brauch den. Wir müssen... Weißt du, wir erlösen Daisy jetzt im Grunde, ne? Nein, tun wir nicht. Daisy erlöst uns gleich. Puh, das war knapp. Ah, shit, der wär wichtig gewesen. Der war wichtig leider gerade.
Shit. Okay. Gut, wir haben Daisy. Bodykämpfe sind richtig nervenaufreibend, ohne Witz. Das sieht für euch wahrscheinlich nicht so aus, ne? Aber ich sitze hier... Puh, krass. Okay, wir haben eine Imitation eines Schlüssels gefunden. Made in China. Made in China hergestellt. Ich weiß nicht, ob der Schlüssel funktioniert. Mal schauen, ob wir eine andere Benutzungsmöglichkeit dafür finden. Ich weiß auch schon, eine gute Benutzungsmöglichkeit. Genau, speichern. Sehr gut. Ich verkleide mich Halloween als Chilled Sandwich. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Aber wie setzt man das am besten um, frage ich mich. Einfach ein Sandwich mit so einem blauen Barett? Das wäre eine Möglichkeit. So, holen wir uns mal den nächsten Schlüssel. Oh, Zombie. Shit. Das ist ein bisschen blöd, weil nach einem Schuss nimmt manchmal die Eingabe für den nächsten Schuss nicht an. Da ist so ein kurzer Delay. Und wenn ich während des Delays drücke, dann passiert nichts. Aber ich traue mich dann immer nicht gleich nochmal zu drücken, weil es dauert immer ein bisschen, bis der Cursor kommt und ich will nicht schon wissen, was ich meine. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber jetzt pullen wir mal den Lever und schauen mal, ob wir was Cooles kriegen. Let's go! Heilspray! Naja, okay. Let's go! Munition! Nehmen wir auch. Ich glaube, wir haben Munition, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hallo, Kabukmann. Ich schaue jetzt mal kurz in unser Inventar. Wir haben 17 Schuss. Das ist ehrlich gesagt nicht so viel, wie ich dachte, muss ich sagen. Wir haben nur noch ein Heilspray. Uiuiuiuiuiui. Das Spiel ist nicht so einfach, wie ich aufgrund der witzigen Aufmachung dachte, ehrlich gesagt. Shit. Okay, wir haben den Armor, den Rüstungsschlüssel immerhin gefunden. Oh nein. Die drehenden Kreiselklingen des Todes. Amor-Key. Moment mal, ich habe jetzt schon den falschen Amor-Key eingesetzt, oder? Nicht den richtigen. Das wäre ja dumm. Hä? Was ist los? Muss ich mir den Daisy-Schlüssel nochmal irgendwie anschauen, dass der identifiziert wird oder so? Es sieht so echt aus. Aber es ist aus... Schokolade? Oh Mann. Ich muss es benutzen, bevor ich es esse. Kann ich ja meinen Schlüsselbund hängen. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Gestern bei der Auflistung der Fahrzeuge in Resident Evil hast du die Motorrad-Szene aus Resident Evil 5 vergessen, ja? Motorrad- und Jeep-Szene aus Resident Evil 5 gibt's auch noch, stimmt? Ah, Imitation Key. Ich kann den hier auswählen. Alles klaro. Was ist das? Wir haben wieder einen Bottle Cap für den Händler gefunden. Sehr nice. Die Tür ist verbarrikadiert. Wir kommen nicht auf die andere Seite. Wir sehen in dem Spiel leider, wenn ich hier die Karte benutze... Ah, doch, wir sehen, wo wir sind, aber wir sehen nicht, wo wir... Wo wir noch nicht waren oder sowas. Das sehen wir nicht. Hi, No Name, was geht? Ich frage mich auch, was aus Chris geworden ist. Der ist wieder weggelaufen. Der ist wieder zurück. Der ist schon wieder in Raccoon City jetzt wahrscheinlich um die Zeit. So wie es aussieht. Der ist schon wieder zu Hause.
Nein, bleib da drin und geh hoch. Steuerung manchmal, ey. So, zwei Zombies am Stück bekämpfen. Okay, schauen wir mal. Der sollte nicht allzu schwer sein. Ja, oh wow, ein Level-System würde tatsächlich für das Spiel hier sehr gut passen, finde ich. Fände ich cool. Das ist eine gute Idee, No Name. Bin ich auch dafür. Headshot Kill, Bonusrunde. Test your luck. Pull the lever. The liver, ich habe das gerade ausgesprochen wie die Leber. Zieh an der Leber. Na, ich schätze, mein Resident Evil wird das auch Sinn machen. In einem gewissen Kontext könnte ich mir das vorstellen. 5 Munition in der Leber gefunden. Nice. Nächster Kampf. Knapp. Yes. Ziehen wir nochmal am Hebel. Und wir kriegen wieder Munition. Das ist nicht schlecht. Wir können Munition brauchen ein bisschen. Ist schon gut so. Ein Helm eingraviert. Ach so, warte mal, ich habe die Tür gerade entriegelt. Ah ja, das ist das, die Tür, genau, alles klar. Dann gehen wir mal in den Medizinraum. Da wartet auch schon der Händler. Und, was ist das hier? Eine Flasche mit Medizin. Die berühre ich gerade lieber nicht. Ja, ja, alles klar. Ein Warp-Punkt zum Schnellreisen. Und eine Wending-Maschine. One free item per customer, stranger. A one-time use, so choose wisely. What are you buying? Einen Dagger wieder mal. Ich mag die Dagger. Thank you. Nehmen wir den Dagger. What are you buying? New custom unlocked, stranger. New custom unlocked. Okay, wir haben jetzt quasi auch Barry freigeschaltet. Und ich schätze mal, das ist Wesker. Genau. Barry und Wesker hätten wir jetzt auch. Wir haben jetzt quasi alle Hauptskins freigeschaltet. Es gibt jetzt nur noch einen Unbekannten. Not enough cash, stranger. Es gibt nur noch ein unbekanntes Kostüm. Come back anytime. Okay. Ich speichere hier mal nochmal. Irgendwie siehst du aus wie ein Toastbrot. Ja, wir sind auch ein Chill Sandwich, deswegen. Wir haben den Chill Sandwich Skin an. Verstehst du? Das ist der Witz an der Sache. Oh, 5 Munition gefunden. Schauen wir uns doch mal das Schloss genauer an. Okay, Achtung. 4, 5, 2, 3, 1. 4, 5, 2, 3, 1. Klick. You unlocked the door. Oh, was haben wir denn hier? 5 Munition. Ein wunderschöner Dagger. Alte stinkige Bücher. Schreibmaschinenpapier. Leere. Und ein Zettel. Ein schmutziges Witzeposter an der Wand. Oh Mann. Ich kann das nicht laut lesen. Sonst müssten wir die Alterseinstufung ganz schön nach oben treiben. Okay. Light switch isn't working. Na dann. Hallo, Chestort, was geht? Du siehst aus wie ein Toastbrot, könnte eine Beleidigung sein oder ein Kompliment. Huh. You used the armor key. Oh.
Ich bin gespannt. Oh, da ist gerade ein Luftballon rausgekommen. Oh Gott, wenn wir jetzt gegen den Clown kämpfen, dann habe ich wirklich Angst. Oh, das sind nur ein paar Luftballons. Warum sollte man die überhaupt ins Spiel programmieren? Ja, das ist eine gute Frage, Chill. Das ist eine gute Frage. Eine Frage, auf die ich die Antwort vielleicht gar nicht wissen will. Dagger-Attacke, würde ich mal sagen. Bam. Wir haben nämlich einen Edelstein, den können wir eigentlich schon in den Tiger... vergesst das mit dem Tigerkopf. Der wurde hier anscheinend ein bisschen verändert. Wir setzen hier den blauen Gem ein, Chem. Da kommt ein Geräusch aus der Kiste. Okay. Wir haben ein Infrarot, Zielfernrohr gefunden. Hä? Ein Umbrella-Logo an der Seite. Erstaunlicherweise kann das auf Handguns angebracht werden. Ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. Tut mir leid, ich bin nicht Leon. Ach, ein Laserpointer. Ich bin nicht sicher, wie ich das benutzen will. Ich bin leider nicht Leon. Moment, können wir das jetzt wirklich nicht benutzen? Ich möchte aber. Ich bestehe darauf, dass wir jetzt den Laserpointer hier auf meinen... Ich dachte, jetzt wird's zielen leichter oder irgendwie sowas, ne? Was ist denn das jetzt? Wurde ich gerade gescammt? Wurde ich gerade gescammt um mein Item? Ich bin erbost. Ich bin zutiefst erbost. Naja, dann gehen wir mal zum Keeper und lesen mal sein Tagebuch. Es sieht so aus, als hätte der exzessive Bissspuren auf dem Rücken. Ich frage mich, was Leute so lecker macht. Das ist auch irgendwie gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist das Keeper's Diary. Sollen wir was daraus lesen? Ja! 9. Mai 1998. Ich habe das neue Mario Kart Spiel heute bekommen. Ich hoffe, Steve kann rüberkommen zum Spielen. 10. Mai 1998. Ich und Steve haben die ganze Nacht gezockt. Es war wunderschön. Steve war der große Gewinner, aber ich glaube, er hat betrogen. Aber es ist mir egal. Solange wir zusammen sind, ist alles gut. 11. Mai 1998. Steve hat mich gefragt, ob er sich Mario Kart ausleihen darf. Er will anscheinend nicht mehr mit mir spielen. Die Nachrichten in dem Spiel sind voll traurig. Erst Daisy und jetzt wird der Groundkeeper hier voll. Das ist so gemein. Das ist so gemein. 12. Mai 1998. Ich habe Steve gesehen, wie er mit Scott Mario Kart gespielt hat. Ich kann nicht glauben, dass er mir das antun würde. Ich werde ihn essen. Was? Nee, das kommt erst noch. Ich werde die Notfall-Eiscreme essen. 13. Mai 1998. Steve hat mich überhaupt nicht angesehen den ganzen Tag im Labor heute. Ich habe ein bisschen T-Virus in seinen Kaffee getan. Hahaha. Das wird ihm zeigen, sich mit meinen Gefühlen anzulegen. 14. Mai 1998. Steve hat sich bei mir entschuldigt, weil er sich in letzter Zeit so blöd benommen hatte. Wir hatten ein gutes Gespräch. Jetzt sind wir endlich zusammen. Jura! Aber ich fühle mich jetzt irgendwie schlecht wegen dem Virus. Ich muss den Boss echt mal fragen, was der eigentlich macht. Ich hoffe, die haben irgendein Gegenmittel. 15. Mai 1998. Ich habe den Boss gegen ein Gegelmittel... Ich habe den Boss nach einem Gegenmittel gefragt. Keine Chance. Stellt sich raus, dass der Virus Leute in Zombies verwandelt. Verdammt. Was zur Hölle? Wo hätte ich das wissen sollen? Ich werde Steve heute Nacht beichten. 16. Mai 1998. Steve ist rübergekommen und wir haben Mario Kart gespielt. Es war wie früher. Aber er war nicht er selbst. Er war irgendwie bissig.
Ich habe ihm gesagt, er soll abhauen. 17. Mai 1998. Das muss Canon sein. Ja, ich bin auch dafür. Ich finde die Version fast besser als Original. Exakt so, ich glaube auch. Ich hatte heute Nacht echt schlimmes Fieber. Alles, was ich will, ist schlafen. 18. Mai 98. Fieber weg, aber kratzig. Heute hungrig. Hab Hundefutter gegessen. 19. Mai 1998. Kratzig, kratzig. Steve ist gekommen. Hässliches Gesicht. Hab ihn getötet. Lecker. 4. Itchy Tasty. No! Oh, das ist nicht gut. Wir haben wieder einen super krassen Super-Zombie. Ich muss mal speichern vorher, damit wir den auch wirklich schaffen. Ich find's wirklich gemein, dass der Laserpointer nur so ein Scherz-Item ist. Ich hätte jetzt wirklich gern einen Laserpointer gegen den. Ah, come on, dammit. Ich lade nochmal schnell. Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, das ist Kopfsache. Ohne Scheiß. Ich bin so nervös im Kampf gegen die super krassen Überfall-Zombies, dass ich überhaupt nichts hinkrieg. Yes! Der Mord des Spiels ist göttlich. Ich mag den auch sehr gerne. Yikes! Ich habe doch nur sein Tagebuch gelesen. Da war ja nicht mal irgendwas Interessantes drin. Okay, wir haben die letzte, wahrscheinlich wirklich die letzte. Ach so, warte mal, da steht 7 more left to find. Hä? Aber wir haben jetzt dann alle Kostüme freigeschaltet. Dann interessiert mich aber jetzt schon, was bei den anderen 7 ist. Armer Steve. Du hättest deine Liebe nicht verbergen sollen. Tut mir leid, dass du von deinem Boyfriend getötet wurdest. Ja, tragische Geschichte. Die Geschichte ist so wirklich noch viel trauriger und viel tragischer und gleichzeitig auch irgendwie lustig. Ah, versteckt nie eure wahren Gefühle, Leute. Das ist die Moral der Geschichte. Ihr wisst nie, ob ihr nicht vielleicht von eurem Partner, eurer Partnerin gegessen werdet. Ne? Sollte man wirklich im Auge behalten. Oder so. Oh, that's not good. Na komm, jetzt hat er wieder meine Eingabe nicht akzeptiert. Manchmal nervt das Spiel. Yeah, aber das war mal gut. Bam, weggeknödelt. Puh, okay. Oh oh, warte mal. Ist das eine Super Mario Pflanze hier? Was genau sehe ich da? Warum ist das hier? Eine Monsterpflanze thront über uns. Die Monsterpflanze bereitet sich für den Angriff vor. Ich habe eine Idee. Ah! Chill benutzt das Infrarotscope. Das wird mir helfen, seine Schwachpunkte zu finden. Ich finde, jemanden einen unbekannten Virus ins Essen zu mischen, ist eine völlig humane Methode, um seinem Unmut bekannt zu geben. Er hat ihn ja in den Kaffee gemischt, ne? Nochmal was anderes. Ja. Okay. Ich muss sie alle schnell kaputt schießen. Oh Gott. Ah, okay, warte, das ist einfach nur ein neues Minispiel im Grunde. Einfach nur die Punkte anklicken. Schau, schon könnten die ein Resident Evil 4 Remake machen und so kämpft man gegen die Regenerator. Das ist super. Die Monsterpflanze lässt einen lauten Schrei aus. Oh Gott. Sie ist verwundbar. Verwundbar klingt gut. Ich speichere mal. Jetzt ist unsere Chance für den Angriff. Oh Gott. Ich schieße in den Mund, oder? Shit! Wahrscheinlich ist die Zunge da der Schwachpunkt. Oder die hält einfach wirklich so viel aus. Oh Gott, ich bin so scheiße.
Oh, Gott sei Dank, das war knapp. Aber das ist wirklich eher so eine Super Mario Piranha Plant, ne? Irgendwie. Yes, Boss besiegt. Hey, der Boss war leichter als so manche Überraschungszombies. The Monster Plant, ach, sie zieht sich zurück. Die Monsterpflanze bereitet sich für den Angriff vor. Was? Das war erst Runde 1? Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Holy shit. Das war noch lange nicht alles. Oh Gott, ich hoffe, ich habe genug Munition für den Kampf dabei. Die spinnt ein bisschen. Guckt euch mal unten die Energieleiste von dem Ding an. Die ist ja noch dreiviertel voll. Muss ich das jetzt viermal machen? Na wunderbar. Ich weiß wirklich nicht, ob ich dafür Munition habe. Oh, Tentakelschlag. Ich war nicht schnell genug. Ach, das da unten ist unsere Energie. Okay, ich weiß nicht, ob ich das besser oder schlechter finde. Ein lauter Schrei. Ja, genau. Wo ist Barry, wenn man ihn braucht? Verdammt. Oh nein, die Pflanze. Oh Gott, die Pflanze. Oh Gott, nein. Was? Die Pflanze ist voll irre mutiert. Ist jetzt schneller, stärker, besser. Und wir sind schlechter. Das ist ein bisschen gemein. Ich bin eh schon so schlecht. Ich muss nicht noch schlechter vom Spiel gemacht werden. Das kann ich alleine. Guckt, kann super gut daneben treffen. Überhaupt kein Problem für mich. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich treffe nie. Puh. Gut, das muss ich jetzt noch ungefähr 20 Mal schaffen. Alles gut. Um Gottes Willen, ich glaube, wir sind verloren. Boah, das war gerade eine geile Kombo. Holy shit, ich finde das sau schwer. Oh Gott. Ich finde das wirklich sau schwer. Das Spiel spinnt ein bisschen. Und das ist auch gemein, ey. So schnell kann man nicht sein. Das Spiel cheatet. Hör auf zu cheaten, Spiel. Bist ein Arschloch. Sag mal, kann ich gegen das Monster gewinnen? Okay, es ist jetzt schwer verwundet. Let's finish this. Na gut, okay, wenn du meinst, Chill. Bitte lass mich noch Munition haben. Wir haben keine Munition mehr. Rest in peace. Ja, danke. Wir können nicht fliehen. Kämpf weiter. Hey, das ist doch scheiße. Jetzt sind wir echt Game Over. Ey, das ist einfach scheiße. Wartet mal kurz. Ich versuche die erste Runde nochmal mit dem Pflanzenkampf. Dann ziehen wir uns mal zurück. Na. Nein! Ich könnte auch einfach versuchen, sehr gut zu zielen. Das würde auch funktionieren, aber wir sehen ja, wie gut das funktioniert, ne? Ich glaube nämlich, hier kann ich fliehen. Nein! Spinnt ihr? Shit. Okay, alles klar. Dann kommen wir später wieder. Merken wir uns, wo die Monsterpflanze ist? I'll be back. Mit mehr Munition. Uiuiuiui. Bisschen crazy ist das Spiel, oder? Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass das so schwer ist. Nein, ich auch wirklich nicht. Was zur Hölle, oder? Was zur Hölle? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Es ist jetzt nämlich schon nach 8 und ich würde das heute gerne echt noch durchspielen. Deswegen werde ich jetzt mal hier auf unseren Bonus zurückkommen. Ultimate Zombie Survival Kit. 4 Karten, 4 Schlüssel, 50 Munition, 10 Dagger. Ja, genau, hilft ja nix. I love cheating!
Ich habe keine Zeit, dieses Spiel hier zu spielen. Stimmt wirklich. Du hast das ultimative Zombie-Survival-Kit bekommen. Come back anytime. Okay. Dann versuchen wir es jetzt nochmal mit 50 mehr Munition. Ich meine, tatsächlich macht es das jetzt auch gar nicht so viel leichter für uns, weil im Endeffekt, ne, müssen wir immer noch den Kampf jetzt einfach gewinnen. Wir haben nur mehr Munition. Und zwei extra Heilungen, was auch natürlich gut ist. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Los geht's. Ja, ja. Ich weiß Bescheid. Dammit. Okay. Nächste Runde. Oder erste Runde in dem Fall, ne? Ja, ja, klar. Wir konnten ja nicht fliehen. Ah, komm schon, es ist langsam. Ich muss... Ja, genau. Alles gut. So. Zen. Ruhe. Meditation. Chillen. Let's go. Sound fehlt schon ein bisschen, ne? Sound fehlt schon ein bisschen in dem Spiel. Das macht halt für die Stimmung viel aus. Das sollte schon noch irgendwie nachgereicht werden. Okay, wir werden gewippt mit dem Tentacle. Ich hoffe, wir überleben das. Bestimmt. Aber nochmal sollte es nicht passieren. Wir müssen uns dann in der nächsten Runde sofort heilen. Ey, dankeschön, Jan. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Okay, jetzt wird's ernst quasi. Jetzt heilt sie sich, sie ist schneller, sie ist stärker, sie ist tödlicher. Ich würde sagen, es ist eine weird fucking plant. Aber gut. Und jetzt versuchen wir schnell drauf zu schießen. Okay, Achtung. Nein. Okay, gut. Gut. Nächste Runde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier beim letzten Boss irgendwie, ne? Das ist... Es ist irgendwie lustig, weil ich bin mir sicher, zum Zusehen ist das alles ein bisschen lame sogar. Aber für mich hier gerade ist das super epic, ey. Der epischste Kampf aller Zeiten. Unfassbar. Let's finish this. Schnell nachladen. Diesmal haben wir noch Munition und können den Killing Blow machen. You defeated the Monster Plant! Puh. Wow, das war hart. Und wir kriegen nicht mal was dafür. Das Spiel ist gemein. Das Spiel ist wirklich gemein zu uns. Aber dafür haben wir jetzt die erste Maske. Die Dekumaske. Das ist sie. Ich habe sie gefunden. Eine der vier Masken, die ich brauche. Ziemlich lustig aussehend, aber... Haben so wirklich die Originalmasken damals ausgesehen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube genauso, wenn ich mich recht erinnere. Hey Tomalet, danke schön. Freut mich, sehr nett von dir. Cool, Maske Nummer 1 haben wir. Wo finden wir jetzt die anderen Masken? Jetzt muss ich mal gucken.
Theoretisch, aber da brauchen wir jetzt den Aufzug erst, ne? Ohne Aufzug. Aber wir haben jetzt theoretisch alle Schlüssel. Jetzt muss ich einfach mal gucken. Und nicht schon wieder ein Überraschungszombie. Das kann ich jetzt echt nicht brauchen. Aber doch. That's not good. Okay, let's go, Überraschungszombie. Für was habe ich eigentlich Dagger? Warte mal. Hat das Zombie jetzt auch Schwachstellen? Ach so, mir wird jetzt einfach nur die Schwachstelle angezeigt, aber ich habe nicht wirklich einen Vorteil davon. Okay, ich dachte, ich kann das jetzt wie bei der Pflanze einfach anklicken. Wisst ihr, was ich meine? Oh, kritischer Treffer. Was? Das war das erste Mal, dass sowas passiert. Und wir kriegen jetzt trotzdem einen Lucky... Was? Das ist gut. Hä, kann ich das öfter haben, bitte? Wenn am Anfang ein Heilspray kommt, verliert man aber immer, ne? Oder? Gemeinheit. Gucken wir mal, da liegt wahrscheinlich die Mondscheinsonate. Die erste Hälfte. Okay. Wischen wir mal das Blut weg. Achso, das geht wieder nicht. Da ist leider ein bisschen Blut auf der Seite. Das Papier wurde irgendwo rausgerissen. Ich kann so nicht die Musik spielen ohne den Rest. Sie muss irgendwo hier in der Villa sein. Na, weil sonst kommen wir nicht weiter. Gut kombiniert, Chill. Ich könnte jetzt echt einen starken Drink brauchen. Bling, bling, bling. Ja, das muss ich auch sagen. Hat mich auch überrascht, ne? Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass außer Cerberus und Zombies noch was kommt. Und dann sogar so ein richtiger Pflanzenbossgegner. Im Endeffekt war das jetzt quasi so die Zombie-Pflanze im Brunnen, nur wirklich so als Mini-Boss. Das finde ich schon interessant. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gehe ich einfach mal nochmal systematisch alles ab hier. Achso, warte mal. Nee, gehen wir erstmal da oben rein. Okay, Speicherpapier. Ihr wisst schon, was ich meine. Ah, oh, schon wieder Überraschungszombie oder was? Oh, that's not good. Schön langsam komme ich mit der Torso-Geschwindigkeit klar. Da habe ich jetzt einen guten Rhythmus gefunden. Ein bisschen Herb, ein bisschen Munition, ein bisschen Dagger. Wobei, ehrlich gesagt, mit so viel Überraschungszombies, ne? Ah, wir haben wieder einen Merchant Bottle Cap gefunden. Es gibt noch 6 weitere, die wir finden können. Ein schmutziger Spiegel. Sieht nicht sehr lecker aus. Na gut. Jetzt gehe ich hier mal nochmal alles ab. Ja, warum sind hier die Scheiben gar nicht kaputt? Nur die eine? Oder war das eh nur die eine? Wahrscheinlich. Aha, knacken wir mal das Schloss. Achtung, Konzentration. 25314. 25314. Klink, you unlocked the door. Dann gehen wir mal raus. Oh, da haben wir auch schon ein Hündchen. Können wir das? Oh nein, das ist wieder ein Überraschungshündchen. Die Überraschungskämpfe finde ich immer krass. Okay, haben wir wieder. Gut. Überall sitzen die lustigen Hühnchenkrähen. Ich frage mich, ob die mal noch Gegner werden. Da die bis jetzt noch nicht gekommen sind, glaube ich es fast nicht, ne? Aber gut. Waren wir da schon drin? Ja klar, das war der Badewand-Zombie. Oh, that's not good.
Lustig, wie der Dritte immer daneben geht, ne? Hm. Okay. Nein, nicht schon wieder. Oh, jeder Raum. Einfach jeder fucking Raum. Was ist denn los, Spiel? Spinnst du ein bisschen? Mittlerweile kriege ich das schon ganz gut hin, aber come on. Ein bisschen übertreiben tut das Spiel schon. Ja, genau, ich musste ja neu laden, ne? Deswegen war ich nie hier drin. Dammit, stimmt. Oh, aber wir haben jetzt alle Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier im Bonusgartenraum, ne? Können wir mal die ganzen Bonuskisten abluten. Das finde ich ja mal gut. Das machen wir jetzt. Der Badewannenzombie war schon der Beste, oder? Das war wirklich lustig. Das ist fast schwerer als das Original. Das ist definitiv schwerer als das Original. Finde ich wirklich, ohne Witz. (lacht) 15 Handgun-Bullets. Naja, okay. Schauen wir mal, was sich hinter der letzten Tür befindet. Wahrscheinlich 20 Pistolen-Munition. Nein, ein Bottle Cap. 5 mehr zu finden. Okay. Ich würde das jetzt echt gerne noch durchspielen. Kommt schon. Kommt schon, Leute. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Aha. Oh, guck mal, Krähen. Habe ich es etwa verschrien? Kommen jetzt wirklich die Krähengegner? Ich glaube, ich benutze lieber die Dagger tatsächlich. Wenn es geht, ne, hauen wir die lieber weg. Ich würde fast gerne sehen, wie die Pixelmodelle von denen aussehen. Aber, ich habe so das Gefühl, wir sehen das noch früh genug. Ich bin mir sicher, das sind nicht die einzigen 3 Krähen im Spiel. Und wetten, es kommen irgendwann Überraschungskrähen. Deswegen messe ich die mal weg. Okay. Anscheinend haben die hier auch kein Rätsel eingebaut, sondern ein Knackschloss. Okay. Achtung! 3, 1, 5, 2, 4. 3, 1, 5, 2, 4. Klink! Cool. Dann haben wir somit jetzt Maske Nummer 2. Wow, die sieht creepy aus. Das ist sie. Ich hab sie gefunden. Eine der 4 Masken. Sieht irgendwie ziemlich komisch aus. Ist das wirklich, was die Origin... Ja, ja, okay, die sagt immer den gleichen Text. Alles klar. Ich mach mal das Tor auf, aber geh wieder zurück, weil da draußen ist ein Terrorus. Genau, das war der Gorone. Die Goronenmaske. Jetzt fehlt nur noch die Zorras-Maske und die Maske der wütenden Gottheit. Nein, jetzt ist hier auch einer. Was ist denn? Warum? Geh weg. Ich will mit dir nicht kämpfen. Arschloch. Waren wir hier schon überall? Auch da? Ah, nee. Guckt mal. Noch ein Merchant Bottle Cap. Es gibt nur noch 4 in der Villa. Ja gut, weil ich jetzt das Cheat-Item benutzt habe, gibt es keinen Munitionsmangel, ne? Ansonsten hatten wir schon krassen Munitionsmangel. Ich glaube, ich speichere lieber mal, weil ich nicht weiß, wie die Interpretation von diesem Raum so funktioniert. Ah, okay. Ich glaube, es ist einfach nur ein kleines Schieberätsel. Ich muss die Kiste an den Leichen vorbeischieben. Okay, hier gibt es Hinweise. Willst du sie lesen? I can do it. Ich brauche keine Hinweise. Ich weiß genau, was zu tun ist. So. Oh, und schon bin ich Game Over. Shit, tatsächlich. Hm, das ist nicht so gut. Hä? Ich bin schwer verwirrt. Nee, warte mal, das sieht ganz gut aus, oder?
Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Okay, ich resette. Ich hoffe, ich kann es resetten. Nee, das ist Chill Sandwich, nicht Tofu. Wir spielen Chill Sandwich. Okay, ich schaue mir den Hinweis doch schnell an. Ich weiß zwar theoretisch, was zu tun ist, aber irgendwie ist das weird hier. Ah, okay, das ist ein guter Hinweis. Das mache ich einfach. Unten, rechts, unten, links. Ist das oben wahrscheinlich? Ja, ich glaube, das ist ein U. Oben, rechts, unten. Okay, ich versuche es mal genau so, wie es da steht. Ich, ehrlich gesagt, hätte ich so angefangen beim letzten Mal, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Weil wie soll ich denn das jetzt nach rechts schieben? Ich komme da nicht durch. Ach so, vielleicht bin ich einfach dumm und ich gehe unten lang. Haha, okay, alles klar. Unten, links. Oben, rechts, unten. Okay, alles klar. Aber die Hitboxen der Totenschädel sind schon ein bisschen wack, ne? Oh, was passiert? Wow. Was? Wo zur Hölle kam das Loch her? Dieses Spiel macht überhaupt keinen Sinn. Das stinkt da unten aber ganz schön. Wenn ich da nur eine Spinne sehe. Oh oh, Foreshadowing oder was? Ich will nicht mal dran denken. Werden wir da unten wirklich Spinnen sehen? Warum kann Chris das Zeug nicht machen? Das ist doch schließlich auch sein Spiel. Warte, wo ist Chris überhaupt? Warum muss ich die ganze schwere Arbeit allein machen? Er entspannt sich bestimmt irgendwo und legt die Füße hoch. Währenddessen. Chill! Hilfe! Guck mal, da war eine Händler, da war ein Händler-Kronkorken. Was für ein Arsch. Ach ja, lustig. Okay, gehen wir zum Spinnenbosskampf. Geheimer Spinnenbosskampf. Ich kann was hören. Irgendetwas bewegt sich. Ah! Oh mein Gott, es ist wirklich so. Ein Webspinner überrascht uns. Bleah. Dammit. Wow, habt ihr gehört, wie der Schuss reingehauen hat? Das hat gerade perfekt mit dem Donner-Soundeffekt gepasst. Wir haben den Webspinner besiegt. Kritischer Schuss, Bonusrunde. Cool, der letzte Schuss war wieder ein kritischer, das war unnötig. Oh, den Faden abschießen, das ist eine interessante Idee. Vielleicht versuchen wir das beim nächsten Mal. Vollständige Heilung, sehr schön. Let's go, weiter geht's. Wir haben die Karte der Menschen gefunden, hier unten im Keller. Ich fühle mich, als würde ich beobachtet werden. Wir durchsuchen die Kiste und finden Munition. Man kann Kisten durchsuchen. Es standen überall schon so viele Kisten. Aber die konnte ich eigentlich nicht anklicken. Und nicht schon wieder. Ja, die nächste Webspinner. Okay, ich versuche jetzt wirklich mal den Faden anzuvisieren. Auch wenn der Kopf auch hier als Schwachpunkt angezeigt wird, ne? Nee, auf den Faden kann ich gar nicht schießen. Den Versuch war es wert. War eine witzige Idee. Ich finde das Kampfsystem für so ein Gameboy-Spiel grundsätzlich eine sehr gute Idee. Und es ist wirklich eine Verbesserung zum Kampfsystem von Gaiden. Aber andere Waffen, mehr Waffen und irgendwelche Bonis, die das irgendwie erleichtern oder verändern, wären schon notwendig gewesen. Ich meine, wisst ihr, das ist ein kleines Indie-Spiel von irgendeinem Resident Evil-Fan, das ist absolut großartig. Versteht das jetzt nicht als ernste Kritik an dem Ganzen, das ist super lustig und ich mag's. Aber ich sag nur, das ist halt auf Dauer ein bisschen langweilig. Aber ist natürlich total verständlich.
Bam! Flawless victory. Fatality. Jetzt kriegen wir dauernd irgendwie kritische Shots und dürfen pullen, obwohl wir eigentlich, ne? Eigentlich irgendwie. Eigentlich. Und zweigentlich auch. Drei grüne Kräuter stehen im Automat. Dann nehme ich noch eine Heilspray mit. Und was ist das da? Ein Knopf an der Wand. Den pushen wir. Ah, wir haben den Strom für den Aufzug wiederhergestellt. Dürfen wir die Spinne wenigstens staggern, bitte? Ja. Weg damit. Hey, wie relativ viel Gegner die gegen Ende jetzt noch einführen, ne? Interessant. Oh nein, jetzt kommt die Resident Evil 4 unheimliche Nachtpassagenmusik. Geil. Die finde ich sehr spooky. 5-1-2-4-3. Ich meine, das ist das Gefängnis mit dem Regenerator, ne? Eieiei. Geiler, creepy Soundtrack. Jetzt muss ich hier mal alle Kisten anklicken. Ah, tatsächlich. Manche kann man doch suchen. Hä? Warum sollte die hier sein? Nein. Ach so, nur mit dekorativen Partyzeugs. Na gut, okay. Aber wir können jetzt mal in den zweiten Stock fahren mit dem Aufzug. Cool. Endlich können wir wieder ein bisschen Dagger benutzen. Durch die Musik wird das Spiel sehr gruselig gerade. Oh, ob wir auch gegen Jan kämpfen müssen? Da ist Jan und die Maske des toten Gottes. Das, ne? Wenn wir jetzt Link wären, könnten wir die einfach aufsetzen und dann würden wir einfach krasse Energiewellen aus unserem geschwungenen Superschwert schießen. Dann wäre der Bosskampf ziemlich cool, trivial. Aber so müssen wir jetzt, glaube ich, ernsthaft kämpfen. Also, let's go. Ach, das ist ein Hunter, das ist nicht Jan. Guck mal. Ein Hunter auf der Suche nach zu töten. Plus 3 Damage. Oh, 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 oh. Minus 3 Geschwindigkeit. Hunter sind lahmarschig, ne? Man kennt's. Natürlich. Aber dafür tödlich. Oh, Hunter können nicht gestaggert werden. Shit, seid ihr dumm. Oh Gott. Das ist minus 3 Geschwindigkeit? Okay, ich muss cool bleiben. Ich bin nicht cool. Oh Gott, ich bin nicht cool. Oh Gott, wenn ich doch nur cool wäre. Ich wäre so gern so cool wie Wesker. Ich hätte gern Sonnenbrillen auf. Dann wäre alles besser. Okay, ich versuche auf den Kopf zu schießen. Yep. Oh nein! Nein! Oh. Puh, das war cool. Wir haben den Hunter besiegt. Kritischer Treffer, Bonusrunde. Yeah. Ich habe mit allen gerechnet, aber nicht mit dem Hunter. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob die auch einen Hunter als Boss einbauen. Aber ich dachte hier tatsächlich, dass wir eher Jan treffen. Aber gut, Hunter besiegt und wir haben die Fierce Deity-Maske. Dann war es nur noch eine, die uns fehlt. Okay. Ach, guck mal. Noch eine Bottle Cap. Nur noch 3 to go. Noch ein bisschen Munition und ein Heilspray. Packen wir ein. Können wir brauchen. Und ein Körper voller Bissspuren.
Ach, cool. Nochmal ein bisschen Munition. Ja, genau. Das ist die... Das ist Links Maske. Also, falls ihr Majora's Mask nie gespielt habt, das ist quasi ein NES-Zelda, N64-Zelda, der Nachfolger von Ocarina of Time. Und da reist im Grunde Link in so eine Art Paralleluniversum, von der viele Fans glauben, und das, die Interpretation macht schon Sinn, dass im Grunde diese Parallelwelt eine Metapher für Links Tod ist im Endeffekt, für ein Sterben. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall finden wir 4 Totenmasken im Spiel. Das ist ziemlich wichtig für die Story, und über diese Totenmasken von verstorbenen anderen Wesen kann sich Link dann in dem Spiel in diese Wesen verwandeln. Und das ist eben so ein kleiner Deko-Junge, der dann Nüsse spucken kann, und Zoras, mit dem kann Link dann super gut schwimmen, und ein Garune, mit dem kann er rumrollen. Und dann gibt es noch die 4. optionale Maske, die der grimmigen Gottheit, und da wird man dann im letzten Bosskampf, wenn man sie aufsetzt, eben zu einem super krassen Krieger, und der letzte Bosskampf ist super easy. Und das ist so die Referenz hier. Ich muss jetzt mal lesen, was da steht. Ah, das ist schon wieder. Das ist schon wieder so ein schmutzige Witze-Ding. Hier ist die Batterie, aber Jill braucht sie nicht, um das Spiel durchzuspielen. Ich lasse es einfach hier. Okay. Lustig. So, wo ist die letzte Maske? Oh nein, oh Gott. Die Masken, die wir schon gesammelt haben, verschwinden leider nicht von der Karte. Das finde ich gerade ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, aber okay. Oder? Oder spinne ich? Doch, wir haben uns doch die gerade geholt. Die, warte mal. Wir haben die noch nicht. Genau, wir haben die noch nicht. Ich weiß schon. Wir müssen in den Raum mit den Ritterrüstungsrätseln. Mal gucken, wie das jetzt hier in dem Spiel aussieht. Ja, der Hintern von dem Sandwich ist irgendwie auch lustig, ne? Es ist so albern, aber ich find's echt lustig. Rüstungsschlüssel benutzt. Ich sollte wohl die Stacheln vermeiden. Es sieht so aus, Jill. Ich stimme zu. Ja, dieser Kerl hat's auf den Punkt gebracht. Oh. Er hält einen Hinweis in seiner Hand. Die Box resettet, wenn immer man den Raum verlässt. Wenn ich sie doch nur resetten könnte, während ich hier bin. Die Maske würde mir gehören. Gezeichnet Gary. Es ist mit Blut geschrieben. Gary, wenn wir die Box doch nur resetten könnten, während wir hier sind. Wenn ich vielleicht in die Karte gehe oder so? Ja, tatsächlich. Es hat funktioniert. Okay. Und somit haben wir die Zoras-Maske gefunden. Yeah! Da ist sie! Ich hab sie gefunden! Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab mit Chill Sandwich ins Finale. Genau, Chill Sandwich ist ein optionales Outfit. Eines von vielen. Ach, wisst ihr was? Jetzt gehe ich da auch noch schnell rein. Weil jetzt will ich's wissen, ob Jan da auf uns wartet. Da ist nochmal die Maske der First Deity? Aber wir haben die schon. Ist das optional? Ist das Barry? Ist Barry tot? Was zur Hölle passiert hier? Oh mein Gott! Es ist die Totenmaske! Ich sterbe hier gerade irgendwie ein bisschen. Danke, dass du dich so um mich sorgst. Oh, tut mir leid, Barry. Ich hab dich nicht mal gesehen. Was machst du denn da auf dem Boden? Eine riesige Schlange.
Eine riesige Schlange? Das hört sich ein bisschen schwer zu beglauben an. Warum würden Sie sowas in ein Zombiespiel packen? Das ist die blödste Idee, die ich jemals... Es ist eine riesige Schlange! Hab ich doch gesagt! Okay, ich glaube, ich schätze mal, Jorn ist ein optionaler Boss und wahrscheinlich können wir dann Barry retten. Und ich würde echt sagen, das müssen wir machen, bevor wir es durchspielen, oder? Let's save Barry. Irgendwie. Ich kann leider keinen Dagger benutzen. Okay, ich schätze mal, Jorn funktioniert wahrscheinlich wie die große Pflanze. Treffen wir mal ihre Schwachpunkte. Ich muss anscheinend zum Glück nicht sehr genau zielen. Sind wir voll geheilt oder komplett tot? Ich kann es nicht genau sagen. Ich hoffe, wir sind nicht komplett tot. Jan zischt. Jetzt ist unsere Chance zu striken. Okay, wartet. Ich muss den Rhythmus finden. Nee. Zack. Zack. Nee. Jorn hat ganz schön viel Energie. Wir haben zum Glück ganz schön viel Munition, sonst hätten wir ein ganz schön großes Problem. Puh. Ich habe das Gefühl, bei den Bossen ist es ziemlich egal, wo man hinschießt. Ich habe nicht das Gefühl, dass Jorn Schwachpunkte hat. Jorn zieht sich zurück. Er bereitet einen Angriff vor. Na, was ist denn? Warum hat denn das nicht das Wort? Oh, echt gemein. Ich hab gedrückt. Damn it. Ja, war natürlich der letzte. Oh, Gemeinheit. Okay. Nächste Runde. Ich speichere mal kurz zwischen. Jan wird wütend. Schneller, mehr Schaden, heilt sich. Chill wird ungenauer. Mist. Okay, auf zur dritten Runde. Jan bereitet den Angriff vor. Das ist echt gemein, dass die Punkte jetzt immer weitestmöglich voneinander entfernt sind. Ah, danke. Ja, das war jetzt unmöglich. Naja, macht ja nichts. Okay, los geht's. Yes. Jorn slithers into the darkness. Aber es ist wirklich komisch, ne? Man kann die Totenmaske entweder... von Jorn kriegen hier oder vom Hunter in der Bibliothek. Das ist mega komisch. Aber okay. 5 Handgun-Munition. Das mit den Luftballons und den Partydekorationen, den Witz verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Schlange. Giftig. Brauche Serum. Okay, sprich nicht weiter, Barry. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ich bin froh, dass wir noch da reingegangen sind. Oh, ich fühle mich nicht gut. Ich muss das Serum schnell finden. Ich sterbe, wenn ich zu lang brauche. Okay. Können wir nur uns oder Barry retten? Oh Gott, ich hoffe nicht.
Wir sollen außerdem auf unsere eigene HP achten, hat das Spiel gesagt. Ich werde mal kurz vielleicht vorsichtshalber... Nein! Nicht mehr wissen, wie die Steuerung funktioniert. Hä? Ohne Witz? Was ist los? Okay, ich werde mal kurz Heilkraut benutzen. Damit wir wenigstens vollständig mal geheilt sind. Und dann speichere ich nochmal. Bumm. Und dann gehen wir mal ins Serumhaus. Oh. Blutspucki. Ich hoffe, es ist genug Serum für alle da. Nein, nicht auf den Balkon gehen. Oh oh. Blutspucken. Blutspucken nimmt hoffentlich immer nur ein HP weg, oder? Ja, okay, das ist fair. Wie viel HP hat ein Barry dann bitte eigentlich, ne? Das sind mal die Fragen. Oh, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen hier. Noch einmal Blut spucken, dann brauche ich wieder Heilung. Und zwar schnell. Serum gefunden. Muss es trinken. Das hat geholfen. Ich muss es schnell zurück zu Barry bringen. Schlangengift. Ich meine nicht Gift. Da ist das Bild einer Schlange drauf. Gut. Let's go. Auf zu Barry und zwar schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auch wenn ich wirklich gerne noch ganz kurz da reingucken würde, weil da waren wir noch nicht drin. Vielleicht ist da noch irgendwie was. Guck, zum Beispiel das da. Merchant Bottle Cap. Schnell. Nehmen wir mit. Es fehlen noch zwei. Die letzten zwei finden wir nicht mehr. Warum blinkt da was? Ich kann es nicht. Ist es egal? Nein, ich mach das schnell. Barry, durchhalten. Ich bin gleich bei dir. Lass mich nur eben ganz kurz die Schlange daggern. Ah, ich verstehe. Das wäre der Edelstein für den zweiten Tigerkopf noch, der ja kein Tigerkopf ist. Da haben wir den Laserpointer schon gefunden, der uns die Schwachstellen bringt, ne? Ah, würde ich jetzt schon gern wissen, was es da noch zu holen gibt. Aber jetzt müssen wir zu Barry. Vorsichtshalber, nicht, dass der stirbt. Das wäre voll blöd. Barry, halte durch, wir kommen. Wir haben ein köstliches Serum. Ich habe schon fast alles allein getrunken, glaube ich. Aber es wird schon noch genug für dich da sein. You want stars? I'll give you stars. Stars. Ganz recht. Barry, ich habe das Serum gefunden. Trink es schnell. Und jetzt? Oh. Oh, mein Kopf. Gott, das schmeckt widerlich. Ich glaube, da bin ich lieber vergiftet. Was machst du denn hier? Ich habe eine Totenmaske gefunden. Ich war so erstaunt... Ich war so aufgeregt, das Spiel endlich zu beenden, dass ich nicht mitbekommen habe, wie sich heimlich eine Schlange angeschlichen hat. Und ich konnte sie leider nicht töten. Sie hat die Maske genommen und ist weggeslithert. Jetzt verstehe ich. Wir müssen herausfinden, wo sie hingeslithert ist. Ich habe diesen Schlüssel hier gefunden. Ich bin zu schwach, um ihn zu benutzen. Nimm du ihn und ich mache einen Powernap. Wenn du mich brauchst, ich bin im Bett. Okay, ich verstehe jetzt, Leute. Das ist jetzt quasi... Eigentlich hätten wir erst hierher kommen sollen, ne? Ja. Und dann würden wir jetzt in die Bibliothek gehen. Und in der Bibliothek würde dann der Hunter... Oder vielleicht ist der Hunter nur ein Ersatzgegner, ne? Möglich. Ich kann hören, wie sich was bewegt. Was? Hier? Eine Spinne? Na dann. Ich sollte mich echt mal schnell heilen. Wir sind ziemlich tot, ey. Es sei denn, wir würfeln jetzt drei Herzen. Das wäre natürlich gut. Umbrella, give me the healing. Ja. Ja. Oh yeah. Perfekt. Kann es sein, dass man ursprünglich gar nicht gegen den Hunter hätte kämpfen sollen? Genau, das ist ja meine Theorie. Ich denke, eventuell ist der Hunter quasi ein Platzhaltergegner
für Menschen wie ich, die voreilig sind und nicht die richtige Reihenfolge einhalten mit dem Bonus-Item da. Aber anders hätten wir es heute nicht mehr fertig geschafft und ich wollte es wirklich heute noch fertig schaffen. Mir fällt gerade auf, dass wir noch nicht mal... Wir haben nicht die Mondscheinsonate gespielt, ganz genau. Wir haben so viel noch nicht gemacht, ne? Ich habe halt die Frequenz kaputt gemacht, ist eh ganz klar. Das will ich jetzt eigentlich fast noch gerne machen, Leute, ehrlich gesagt, weil ich möchte, dass wir noch das Rätsel mit der Mikrowelle lösen, weil das ist irgendwie noch lustig, dass da irgendwie ein Gemälde von der Mikrowelle ist mit einer eingestellten Uhrzeit und so. Ich glaube, das machen wir vielleicht noch schnell jetzt. Und ich wollte ja auch den Edelstein noch in den Tigerkopf einsetzen. So viel Zeit haben wir noch. Das machen wir jetzt noch. Weil ich wissen will, was wir dann noch für einen bescheuerten Bonus kriegen. Also eventuell hoffentlich bescheuert, was weiß ich. Das würde mich jetzt noch interessieren. Hi, Dech! Was geht? Ah ja, genau, hier waren wir fertig. Tigerkopf. Treppe runter. Ah ja, genau, ich will mal mit dem Händler reden. Wir haben so viele Bottle Caps gefunden. What are you buying? Na, der gibt uns aber... Ich glaube, das letzte würden wir erst kriegen, wenn wir wirklich alle Bottle Caps haben. Aber, ha, meint ihr, wir können noch mal... Ich werde es versuchen. Ich werde mal was versuchen, Leute. Ich frage mich nämlich, ob wir zurückgehen können. Ins Intro-Gebiet und Chris retten können vor dem Hund. Weil da war auch auf jeden Fall ein Bottle Cap, ne? Ja, da kommt ein Geräusch aus der Kiste. Da ist anscheinend gerade ein Pokémon hochgelevelt da drin. Ah, ein Merchant Voucher. Ich bin gespannt, was wir dafür kriegen jetzt. Hm, interessant. Not enough cash, Stranger. Resident Evil 4 Remake hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte einfach gern noch ein Resident Evil 4. Also ein Resident Evil 4 2. Okay, Custom Voucher. Let's see what you've unlocked, Stranger. Ah, the Zombie Custom. The rarest of all of them. Enjoy, Stranger. Okay, wir könnten jetzt quasi ein Zombie-Outfit anziehen, wenn wir wollten. Aber ehrlich gesagt bin ich mit dem Chill-Sandwich echt glücklich. Come back anytime. Ich versuche jetzt mal, ob wir noch bei der Haupttür, einfach bei der Haustür rausgehen können und zurück zu Chris können. Wir haben ja immerhin die kurze Cutscene gesehen. Chris? Stop it! Go to hell! Ja, ist schon lustig. Die Szene, in der Chris, in der Weskers kleines Herz gebrochen ist. Ah, mit dem Schildschlüssel können wir tatsächlich wieder rausgehen. Und da ist Weskers Sonnenbrille. Da ist Weskers Sonnenbrille. Junge, der wird angefressen sein. Ich sehe aber keinen Körper. Ich schätze mal, er wurde nicht verletzt. Oh-oh. Wird dein Nachfolger angedeutet? Ups. Tut mir leid, Joseph. Ich habe versehentlich seinen Kopf gekickt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt gucken wir mal. Anscheinend können wir wirklich zurückgehen und vielleicht wirklich Chris noch retten. Okay, Chris, ich komme. Durchhalten. Kann ich den Dagger benutzen hier? Hä? Ich kann irgendwie nichts machen. Ich kann den Merchant Bottle Cap nehmen. Jetzt gibt es nur noch ein Bottle Cap. Ah, damn, das würde mich jetzt schon interessieren. Aber ich kann hier nichts anklicken. Okay, schade. Ich kann Chris anscheinend nicht wirklich retten. Nee, geht nicht. Okay, sorry, Chris. Du machst das schon. Ich gehe wieder zurück in die Villa. Tschüss. Aber jetzt würde ich natürlich schon gern die letzte Bottle Cap noch finden, ne? Ah, Mondscheinsonate. Aha, da gehen wir jetzt noch hin. Das versuchen wir. Vielleicht kriegen wir da noch eine Bottle Cap. Das wäre cool, wenn wir die noch alle finden würden. Ich wäre sehr gespannt, was der Händler danach hat, weil der Zombie-Skill, der Zombie-Skin war ja jetzt das letzte Kostüm, ne? Das kann es nicht sein.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Ein teuer aussehendes Piano. Das Musikstück ist jetzt komplett. Also, wir spielen das anscheinend jetzt selber. 1, 2, 3, 4. Hä? 4, 3, 2, 3. Es macht keine Geräusche. Ach so. Ich habe ja auch Geräusche ausgeschaltet. 3, 3, 3. Selbst wenn es welche machen würde, wir wüssten es nicht. Aber jetzt habe ich es eigentlich gespielt. Ah! Ich kann was hören. Es bewegt sich. Gut, dass ich ein musikalisches Genie bin. Sonst wäre ich jetzt hier in dem Spiel gesoftlockt. Ist nicht so, als wäre das nicht schon passiert, Chill. Wir haben das Goldemblem gefunden. Und das sieht aus wie das Hyrule-Schild aus Zelda übrigens, falls es euch interessiert. Da ist ein Copyright-Logo drauf. Ist das legal? Ja, ist schon lustig. Und jetzt machen wir... Ah, ich hab's nicht erkannt, aber das Wooden-Emblem ist sicher das Deko-Schild dann aus Zelda. Alles Klärchen, Popärchen. Cool. Dann bin ich jetzt gespannt auf das Mikrowellenrätsel. Ding! Die Mikrowelle hat geklingelt. Die Mikrowelle hat wieder Power. Die Uhr ist resettet. Möchtest du sie stellen? Ja. Und zwar auf 12 Uhr 40. Ding! Die öffnet sich die Tür. Ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwas ist auf den Boden gefallen. Ach so, ein Schlüssel. Okay, den Schildschlüssel haben wir jetzt quasi erst legal bekommen. Alles klar. Hey, dann haben wir das Spiel jetzt eh noch fast legal durchgespielt. Jetzt fehlt ein Emblem. Ich will jetzt aber nicht nach dem letzten Emblem suchen. Nee, ich will es jetzt durchspielen. Guckt auf die Uhr, Leute. Es ist 9:15. Gute Zeit. Gute Zeit, um das Spiel zu beenden. Jetzt nochmal durch die komplette Villa latschen, nur um das letzte Emblem zu finden. Habe ich keinen Bock drauf. Let's go. Wenn das mal kein diskreter Diss an Chris war. Ja, vielleicht. Nee. Muss ich gerade. Okay. Das hört sich gerade voll an wie die Unterwasser-Mario 64-Musik, finde ich. Jetzt nicht mehr. Ah, das war meine Chance, Schaden zu vermeiden. Schade, ist nicht so schlimm. Okay, Konzentration. So. Also, wir haben die Dekomaske. Wir haben die Goronenmaske. Wir haben die Maske der zornigen Gottheit. Nee, das war der Zoras. Und da kommt jetzt die Maske der zornigen Gottheit. Und somit öffnet sich die Tür. Lass uns das beenden. Oh. Es ist Wesker. Er hat also die ganze Zeit dahinter gesteckt. Mit seinen Zombie-Leibwächtern. Wie man's kennt. Kann ich die mit dem Messer erstechen? Nee. So treffen wir uns also wieder. Überrascht mich zu sehen. Licht. Okay, ja. Ich bin überrascht. Jill, komm und tanze. Wuhu.
Überraschung! Überraschung! Okay. Hey, Jill! Hey, Jill! Und deswegen die ganze Partydekoration überall. Deswegen war in den Kisten überall Partydekoration und Luftballons und so. Die haben eine Überraschungsparty für Jill geplant. Jetzt macht alles Sinn. Die haben, ja, genialer Plot-Twist. Damit habe ich nicht gerechnet. End the game, huh? Let's take a look at the achievements. You did great, kiddo. What? I can't hear anything. Weil er vor der Box steht. Sogar Joseph ist wieder da. Joseph! Chill! Ganz schöne Überraschung, hä? Huh? Zurück von den Toten. Woo! Ganz schön unheimlich. Joseph! Ich verstehe das alles nicht. Ich habe gesehen, wie dein Kopf abgetrennt wurde. Filmmagie, Jill. Anna, hör zu! Es ist Zeit, den Kuchen abzuschneiden. Ende. Kann ich den jetzt anschneiden? Kann ich noch irgendwas machen hier? Oh, ich habe eine Kerze. Achtung, wir müssen alle Kerzen. Hat Jill etwa Geburtstag? Pusten wir alle Kerzen aus. Das Ende habe ich ganz schön abgeholt. Sehr gut. Das Ende. Danke, dass du dieses Spiel durchgehalten hast. Oh Gott. Ja, das war lustig. Das war lustig. Schönes Bonusspiel. Schönes Bonusspiel für heute, finde ich. Hab mir gefallen. Das war wirklich lustig. Ach ja. Der Plot-Twist am Schluss ist echt toll, oder? Überraschungsparty für Jill. Das ist so gut. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum sind da Partykisten? Den Gag, den verstehe ich nicht. Und dann bam. Überraschungsparty im Keller. So. Na schön, Leute. Oh Gott, dann machen wir für heute Schluss. Besser wird's nicht. Wesker hat die Stimme am Anfang zugewiesen bekommen, ist so. Na schön, dann machen wir jetzt wirklich Schluss für heute. Perfektes Timing eigentlich. Bis 9 wollte ich machen, sehr schön. Nächsten Dienstag geht's dann wieder weiter mit Fallout 1 und Resident Evil Zero. Das wird cool, da freue ich mich drauf. Und ich überlege mir dann auch was für nächsten Mittwoch als Bonus. Als nächsten Bonus, nach dem jetzt. Ich habe vor, das Bonussystem, glaube ich, nochmal leicht anzupassen, weil der Schritt von 100 auf 200 so riesig ist, ne? Deswegen werde ich das, glaube ich, in kleineren Schritten machen, damit das nicht so abschreckend ist. Das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir für heute Schluss. Ich sag gute Nacht. Ich muss meine Stimme jetzt ein bisschen schonen. Der Händler, Stranger, der ist ganz schön auf meine Stimme gegangen. Also, gute Nacht, schön war's. Habt noch eine schöne Party im Zombie-Keller.